Ja, guten Tag. Ah, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Norios momentan? Knusprig? Knusprig, knusprig, ja. Ja, genau. Also, ich begrüße Sie, Alex, der Weiß im Apparat. Ich melde mich von der oilprofit.de, ja, da wo Sie schon angemeldet haben. Ach ja, von der Ölprofi-Seite. Ja, das Ja, ist genau. schön. Ja, super. Also, eigentlich, Sie wissen ganz genau, also, es geht jetzt über den, eigentlich, den Trading-Handel, okay? Ja, genau. Also, ja, genau. Also, ich möchte doch eigentlich Ihnen, also, wie gesagt, eigentlich wie das Konto funktioniert und das Konto für Sie zu aktivieren werden, ja, wenn Sie jetzt gerade Zeit haben, Mann. Danach kam aber ein Fehler. Also ich habe mich hier bei Ölprofit angemeldet und dann kam hier nur irgendwie lauter Warning und sowas und PHP-Fehler. Das hat nicht weitergeleitet zu Ihrer Seite. Hat weitergeleitet, Nee, okay, hat nicht genau deswegen weitergeleitet. haben Sie weitergeleitet bei Nee, es Oldprofit. hat nicht weitergeleitet, gar nicht. Also ich weiß nicht, wer Sie sind. Wie heißt denn Ihre Firma? Also, unsere Unternehmen, die heißen oilprofit.de, ja? Also, deswegen eigentlich da, wo ich es gerade Ihnen angemeldet habe. Ach so. Ich dachte, das Ja, ist nur genau. eine Werbeseite, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Werbe eigentlich über das Trading, also wie da eigentlich die Konten funktioniert werden, Profite zu erwirtschaften über den Online-Trading. Ja, Deswegen. Also, ja. deswegen eigentlich, Sie haben schon doch davon also gemeldet, ja, für die Informationen. Deswegen eigentlich habe ich jetzt gerade Ihnen angerufen, ja, Ihnen zur Information anzubieten werden, wie das Arbeitet funktioniert, wie der Trading Handel funktioniert bei unserem Unternehmen. Und natürlich, wie gesagt, um Profite zu erwirtschaften. Ja, das ist gut, das können wir auf jeden Fall machen. Dann erklären Sie mal, wie das da alles läuft, so bei Ihnen. Natürlich, auf jeden Fall gerne. Also, ja, bei den Unternehmen eigentlich auf jeden Fall, also Sie sind jetzt gerade schon registriert, ja, weil Sie haben schon gemeldet. Also, natürlich auf jeden Fall, das funktioniert, ein Konto zu aktiviert werden. Ein Konto zu aktivieren, also eigentlich, es fängt schon an mit dem Kapital. Also, Sie können da eigentlich machen, wie viel Sie möchten davon. Aber der minimale Betrag, damit Sie die Konto aktiviert werden, um Profite zu erwirtschaften, dann fängt schon eigentlich an mit den 250 Euro. Ja. Und Sie bekommen natürlich auf jeden Fall davon, also 30% also Bonus von unserem Unternehmen für jedes neue Partnerschaft. Und natürlich auf jeden Fall, da werden wir damit Profiten erwirtschaften, also die Positionen zu öffnen. Bei, wir haben also verschiedene Finanzinstrumente eigentlich, wie die Aktien, Indizes, Rohstoffe, Forex, Index und die Kryptowährungen auch eigentlich dazu. Ja. Und natürlich auf jeden Fall, also wir haben doch zur Möglichkeit, MetaTrader 4, MetaTrader 5 und die Trader automatisierten Handel. Also, darf ich mal fragen, haben Sie schon mal Erfahrung gehabt über Trading Handel, bitte? Nee, gar nicht. Ich habe mich da nur so ein bisschen mit beschäftigt und habe gesehen, dass man da Aha, okay. richtig gut Geld mit verdienen kann, ohne dass man da Ja, das. großartig was für machen muss. Das hat sich auf jeden Fall dann gut angehört und da dachte ich, das kann ich ja mal Ja, probieren. deswegen sage ich Ihnen mal gerade. Also eigentlich, ich mache diese Arbeit seit 8,5 Jahren. Ich bin ein Account Manager, wo ich also ich arbeite unter dem Unternehmen. Und natürlich auf jeden Fall, ich habe viele Partner, also seit ich lange Jahre arbeite, doch schön. Und da mache ich eigentlich noch richtig Profiten dazu. Deswegen sage ich mal, also für jeden neuen Empfänger, für jeden neuen, also sage ich mal, ohne richtige Erfahrung über den eigentlichen Trading-Handel ist kein Problem, weil da ist eine Möglichkeit über den Trader automatisierten Handel. Das heißt Roboter-Trader. Und er erlaubt eigentlich auf jeden Fall Ihnen, also wenn Sie keine Zeit haben, wenn Sie in Arbeit sind, das funktioniert natürlich auf jeden Fall für Sie selber, um die Position zu öffnen und zu schließen, um Profiten zu übernehmen. Und das können Sie sofort eigentlich pro Tag auszahlen machen. Oder pro Woche oder pro Monat. Das ist Ihre Entscheidung davon. Ja, Verstehen Sie? ja. Und Sie werden eigentlich natürlich auf jeden Fall auch verbinden, wenn Sie möchten, einen mit einem Finanzbroker. Der kann Ihnen sofort dabei helfen, um Ihnen zu erklären, die ganzen Geschichten, wenn das also die Weiterarbeiten geht. Und natürlich, damit Sie mehr also Ahnung haben und natürlich auf jeden Fall professionell zu sein in diesem Bereich, um mehr Profite zu erreichen. Gut, Deswegen. gut. Und wie Dritter gesagt, Wurf eigentlich, 100, wirf die wie gesagt, Fuffis also in den das Club Konto mit 5 funktioniert einfach so, Euro. ja. Einfach aktiviert werden und natürlich, dann fangen wir die Arbeit. Doch ist. Ja. Also, ich sage doch mal, damit wir aktivieren werden, eigentlich sollte das für Sie möglich sein, also mit den 250 Euro das aktivieren. Und natürlich, Sie können das, weil wie gesagt, das können Sie schon eigentlich das hier probieren. Und hier, es geht für eine langfristige Zeit zu arbeiten. Ja, zum Beispiel nicht nur heute für morgen, weil heute für morgen, man kann eigentlich davon gar nichts machen. Verstehen Sie? Ein Deswegen. bisschen, ja. Ja. Deswegen heute für morgen. Also das müssen ein bisschen Langzeit zu haben, natürlich haben ein bisschen gutes Profit damit zu erreichen. Ja, ein bisschen gutes Profit ist immer gut. Ja, natürlich. Deswegen sage ich mal, also wäre das für Sie möglich, sage ich mal, mit 250 Euro das Konto aktiviert, wenn Sie machen. Das ist. Mit 250 Euro nur.
Ist ja Natürlich günstig. mit 240 Euro nur, das ist eigentlich die minimale Mikro-Account, das heißt, ja, damit ihr Account zu aktivieren und die Positionen öffnen, weil damit werden wir, wie gesagt, die fünf Positionen damit wir öffnen, okay? Ja. Deswegen, damit von fünf Positionen, was wir öffnen, wir verdienen von jeder Position Profit davon. Deswegen. Und natürlich, wie gesagt, Sie bekommen auch die 30% Bonus dafür, den Promotion-Code von unserem Unternehmen für jedes neue Partnerschaft in Ihren Account da gespeichert. Aber geht da auch mehr als 30% Bonus? Weil da, ich habe da mal gehört, dass man da auch mehr machen kann. Natürlich, auf jeden Fall. Also ich sage ich mal, ich rede mit dem Unternehmen, also maximal, was eigentlich als im Bonus gegeben werden, kann sein. Es kann sein mit 50% dafür. Aber mit diesem Kapital, mit 250 Euro, deswegen eigentlich ist das 30%, ja? Promotion cool. Verstehen Sie? Und wie viel Profit kann man da so machen am Tag? Natürlich, Sie können eigentlich am Tag mit dem Kapital, also ungefähr, kann ich doch sagen, also 30 Euro, ja, bis 40 Euro am Tag zu verdienen werden, mit dem Kapital. Ja. Natürlich, deswegen eigentlich, weil mit kleinem Kapital, man kann verdienen das kleinen Profiten auch, Ja. ja. Deswegen sage ich mal, das werden Sie auch natürlich auf jeden Fall sehen. Sie können, wie gesagt, eigentlich in jeder Zeit eine Auszahlung zu tätigen. Also minimale Auszahlung ist von 10 Euro, ja und mehr. Ja, die minimale, die Grenzen. Deswegen, damit Sie auch Beruflich sagen was. bin ich Hütchenspieler am Bahnhof. Das ist jetzt kein Problem, ne? Okay. Okay, gut. Also, ich sage jetzt gerade momentan, den Rechner, verwenden Sie einen Rechner bitte? Ein Rechner, ein Computer, sage Sind ich denn mal. Ihre Investmentangebote eigentlich auch alle halal? Nochmal. Ob die Investmentangebote alle halal sind, weil ich habe mich dazu entschieden, mich nur noch halal zu ernähren. Also natürlich auf jeden Fall, das Arbeit ist eigentlich lizenziert und reguliertes Unternehmen, wo arbeiten wir seit langem hier in diesem Okay, das ist gut. Bereich. Ja. Deswegen sage ich mal, also ob Sie schon einen Rechner verwenden oder Computer, sage ich mal, oder Handy, das wird auf jeden Fall für Sie besser sein. Ja. Okay, Okay, also super dann, dann. was muss ich da jetzt genau machen, dass ich das da haben kann, den ganzen Kram? Also eigentlich, ich sage jetzt gerade momentan mal, also den Rechner verwenden Sie schon jetzt gerade da? Den was? Ich habe sie akustisch ganz schlecht verstanden. Zorro Den kam nämlich gerade Rechner? rein. Die Rechner oder die Computer? Ja. Okay. Ist das schon angeschaltet, oder? Das Ding habe ich schon ein Jahr. Also ich bin jetzt hier schon Okay. seit. Warten Sie mal, ich muss mal genau gucken. Irgendwo kann man das Okay. hier, glaube ich, sehen, wie lange ich das hier alles schon anhabe. Ja. Warten Sie, ich muss mal hier auf Maximieren und dann steht hier unten, glaube ich, seit 2 Stunden, 11 Minuten habe ich das alles hier schon eingeschaltet. Ein Problem. Ja, das ist So deine lange habe Entscheidung. ich jetzt auf Sie gewartet. Okay, also, ich sage jetzt gerade, momentan öffnen Sie den Rechner und natürlich auf jeden Fall, also, damit wir das Ihre Konto, wie gesagt, zu aktiviert werden, ja? So aktiviert werden, ist immer gut, ja. Also dann Okay, dann. muss ich jetzt, also ich habe jetzt den Computer auf. So, welche Schraubenziehergröße brauche ich da jetzt? Nochmal bitte, ich habe mich ja akustisch verstanden. Na, wegen dem Schraubenzieher, Sie sagten doch, ich soll den aufmachen. Ja, genau. Also, der Aufmachen eigentlich, das heißt, gehen Sie bei Google Chrome. Ja. Okay, und dann schreiben Sie da bitte eigentlich www. Also in das Internetfenster soll ich jetzt ein W und ein W und noch ein W schreiben. Das dreimal zu schreiben. Dann schreibe ich drei Ws, ja? Muss davor nicht eigentlich noch ein HTTP-Doppelpunkt-Doppelslash oder HTTPS-Doppelpunkt-Doppelslash? Also nur einfach dreimal die W und So. danach kommt die T wie Theodor. Hanse, T wie Theodor Fall. R wie Rudolf. Ja. Anton, Ja. Dora, Ja. Emil, Ja. Rudolf, Ja. Anton, Anton? ja, Cäsar, Ein Cäsar? ja, Theodor, Theodor Fall? ja, Ida, Eine Ida? ja, ein V Also wie wie. Vogel, wie Ja. Vogel, Ja. und E wie Emil. Ein E, ja. Punkt, komm. Punkt. Komm. Also Genau. ein Cäsar Automata. Genau. So, und Also, wir. dann rufe ich mir das jetzt auf, ja? Also die Webseiten-Domain-Adresse. Natürlich, auf jeden Fall. So, dann habe ich jetzt den ganzen Bums hier auf Englisch. So eine blaue Seite mit einem auseinandergeknallten Handy.
Ja, da oben steht eigentlich die Sprache dafür, ja. Da haben sie schon eigentlich in Deutsch, kannst du schon in Deutsch machen. Ja, Ja, natürlich. mache ich mir mal auf Ostdeutsch. Haben Sie auch Ostdeutsch? Auf jeden Fall, da haben sie schon oben, ja. Gibt's da auch? Oben wurde, ja, Weil hier, ja. neben eigentlich, das steht da jetzt gerade bei Ihnen, das steht in Englisch, ja. Ja, und dann gibt's hier Okay, Deutsch, aber die neben die Singen, wo da steht mit Blau, Sing in, Ja. steht neben die Sprache, die Flagge dafür. Klicken Sie da und dann machen Sie die E, ja? Ja, Deutsch. haben Sie da eventuell auch Ostdeutsch? Das kann ich besser. Ja, genau. Klicken Sie mal wieder da und dann öffnen Sie Englisch und dann werden da eigentlich Ja, sagen, das zu also verstehen. das Deutsche hier habe ich schon gefunden, aber die Frage war, ob Sie auch Ostdeutsch haben. Junger Herr, sind Sie noch dran? Hallo? Bitte, können Sie mich hören? Ja, jetzt kann ich Sie wieder hören. War gerade ein Okay, bisschen super. abgehackt. Frau Pübsch. Ah. Okay, mit welcher möchten Sie das Konto aktivieren? Mit Kreditkarte oder mit Überweis? Was finden Sie denn da interessanter? Interessant finde ich eigentlich so, was für Sie interessant wäre. So, also ich bin da offen für alles. Ich probiere gern mal neue verrückte Sachen aus. Okay, dann sage ich mal, mit Kreditkarte werde für Sie schneller sein, auch für die Auszahlung. Jo, dann machen wir das schnell. Moment, mache ich mir mal Na? kurz den Generator auf. So. Und wo? Also, Ja? damit ich Ihnen dabei helfen kann, ja, und Ja? besser das leichter für Sie machen kann. Ja? Also, verwenden Sie bitte eigentlich also TeamViewer oder ähnliches in dem Rechner. Was ist denn das? Das hört sich ja TeamViewer. abgefangen, fandst an. Also, mir fällt das Wort nicht ein. Abgefahren, so rum. Ich meinte Anydesk oder TeamViewer. Anydesk? Ja. Also, Sie meinen diese Remote-Desktop-Software? Ja, genau, das meine ich. Nee, Ja, das meine ich, damit ich Ihnen zeige. das Programm Ja. kenne ich leider nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Kein Problem, ist in Ordnung. Aber das wird auch für Sie eigentlich, glaube ich, leicht zu sein. Ja. Aber sage ich mal jetzt gerade, also klicken Sie mal wieder da, da steht einloggen. Sehen Sie einloggen? Moment, also hier gleich neben der Speisekarte oben, ne? Ja. Da steht einloggen. Ja, genau. Klicken Sie bei Einloggen und was Moment. sehen Sie jetzt gerade da, mein Mo? Ich drück mal drauf und dann gucken wir mal, was passiert, weil mein Computer, der ist nicht das allerschnellste Modell. Ich habe hier extra einen ganz alten. Ein Problem. So, jetzt sehe ich hier so herzlich willkommen. Und dann steht da Also, Anmelden und so ein Kram und da muss ich meine Daten eingeben. Aber die weiß ich ja nicht. eigentlich die Daten zu anmelden, sind schon angemeldet. Deswegen sage ich mal. Nur einfach schreiben Sie die E-Mail-Adresse dafür. Welche E-Mail haben Sie denn da bei sich im Computer? Also schaue ich jetzt gerade momentan ja eigentlich die E-Mail-Adresse von Ihnen. Nur kurz, Moment, ja. Ja, weil das war wie gesagt vorhin ganz komisch. Ich bin ja nicht auf Ihre Seite draufgekommen. Also deswegen eigentlich, weil Sie sind schon eigentlich angemeldet, ja, und das hat schon weiter Ihnen geleitet. Ja, aber dann war da irgendein Fehler. Da kam dann Warning und PHP-Fehler. Das war alles voll die ganze Seite. Da war alles voll mit Fehler. Und jetzt warte ich da und ja, dann haben sie ja angerufen und dann ja, habe ich gedacht, da können wir jetzt irgendwie weitermachen. Moment, schaue ich jetzt momentan. Im Moment schauen wir momentan, okay. Na gut, dann gucken Sie da mal und ich lese so lange Kommentare vor. Machen wir das so. Also, Ihre E-Mail-Adresse lautet Gerald. Moment, da sollte ich ja jetzt mitschreiben. Also Gerald und dann Punkt. Schraube. Traube. Ja. Ja? Motorschraube. Was? Eine Mutterschraube. Ja, eine Penner-Schraube. Jetzt komme ich nicht mehr ganz durch. Gerald.idiotschrauber, so heißt das. Nee, So haben Sie geschrieben. das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Aber so haben Sie geschrieben denn? Gerald.idiotschraube. Das ist ja komisch, warten Sie. Und dann, also nach dem Idiot auch, dann Punkt nochmal. Dann Punkt Schraube. Punkt Schraube habe ich ja. Ja, et. Et. MDCC Ja. an.de. Ja, genau. Also der Rest ist richtig, aber das am Anfang ist ein bisschen verwirrend gerade. Aber gut, wenn Sie sagen, das steht da drin, was soll ich jetzt da bei dem Passwort eingeben? Das Passwort einzugeben, geben Sie da eigentlich den Passwort davon.
Da haben sie schon ein Passwort. Also Ludwig, großes L. Moment, ein großes L, ja. Ja. Otto, Rudolf, Ida. Moment, nicht so schnell. Das ist dann wieder klein, ja. Otto, Rudolf, Ida. Klein geschrieben. Ja. Ja. Otto, Rudolf, Ida, Siegfried. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Und ein großes A am Ende. Und ein großes A am Ende. So, warten Sie, dann gucke ich da mal. Also, Loris, 1, 2, 3, 4, A. Mhm. So, dann drücke ich mal auf Anmelden und guck mal, was passiert. Ja, genau. Da steht, die eingegebene E-Mail-ID ist nicht registriert. Also schreiben Sie nochmal da bei deiner E-Mail-Adresse, bitte. Bei deiner E-Mail-Adresse steht die Probleme jetzt. Also, wie haben Sie geschrieben bei der E-Mail-Adresse? Wahnsinn, ich kann das hier nochmal vorholen. Gerald.idiot.schraube@mdccfun.de. Ja. Das ist falsch, es ist falsch, es ist falsch. Also schreiben Sie wieder Gerald. Punkt. Ja. Hübsch. Ach, Punkt. Also, Punkt hübsch. Ja. Ja, Heinrich, Ulrich, ja. Bertha, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Graube, Ed, ohne Punkt das hier, ja? Ja. Hübsch, hübsch, Traube, oder sag ich mal Hubschraube, ja? So haben sie eingestellt, E-Mail-Adresse. Hubschraube, ja. Genau. Und danach haben sie eingestellt, Ed, MDCC, also fun oder komisch. Ne, nur fun.de, nicht komisch. Kein Problem. So, jetzt probiere ich es nochmal. Mhm. Also, genau, weil Gerald.Hubschrauber ist dann auch richtig. Ja, genau. Das Passwort war Loris 1234 und dann ein A, ja? Der falsch. Da haben Sie eigentlich ein großes L, Otto Rudolf. Ida Otto Rudolf. Ida Siegfried. Ach so, Lori Joris. Genau, super, jawohl. Danach kommt die 1 bis 4, also 1, 2, 3, 4. Ne, ja. Und ein großes A-Buchstabe am Ende. Ja. So, dann drücke ich nochmal auf Einloggen. Es dreht sich jetzt hier wieder der blaue Kreis. Und jetzt bin ich auch drin. Jetzt hat es geklappt, ja. Genau, deswegen sage ich mal. Okay, also das jetzt, ist gut. Jetzt hat es bei Ihnen geklappt. Also da steht eigentlich unten, ja. Unten. Wenn Sie das jetzt gerade sehen. Wo unten meinen Sie denn jetzt genau? Nein, ganz, also wo da steht jetzt momentan gerade, ich zeige es jetzt Ihnen. Da steht, also steht da bei Ihnen Einzahlen damit blau? Da ist ein Knopf mit Einzahlen, das ist richtig, genau. Ja. Bei ja. diesem Knopf klicken Sie mal. Moment, dann klicke ich mal auf den Knopf. So, ich habe auf den Knopf geklickt, aber es dauert gerade schon wieder eine Weile. Ah ja, jetzt kommt Einzahlen und dann steht hier, wählen Sie Ihre Zahlungsmethode. Ja, danach. Klicken Sie bei Wählen Sie eine Zahlungsmethode und dann klicken Sie Lux Exchange. Was heißt das? Lux Exchange ist mit der Kreditkarte, damit Sie eigentlich kontaktiviert werden. Okay. So, dann mache ich das jetzt hier mal, weil da muss ich jetzt hier Konto wählen. Ach, da kann ich nur eins auswählen, ja? Da muss ich das nehmen, ja, was da Konto, drin ist. Nee, klicken Sie bei Konto wählen und klicken Sie die Nummer da. Da steht 13322, ja? Und dann steht da 53124. Ja, genau. Nur einfach da klicken und danach klicken Sie bei der Amount in Euro, ja? Ja. Dann schreiben Sie 250 Euro. 240 Euro. Genau. Okay. Und danach schreiben Sie Ihren Namen, ja, Vornamen, Nachnamen. Das steht schon drin. Ja, genau. Der Start. Okay. Habe ich? In Berlin? Die und Nummer. Dann? Die Nummer, die Telefonnummer? Ja, eine Telefonnummer mache ich da noch mit rein. Moment. So, die Telefonnummer habe ich jetzt drin. Genau, da steht eigentlich auch die Bundesamt, also sage ich mal von der Berlin, ja? Da machen Sie wieder Berlin, die Bundesamt. Nee, da steht jetzt Germany. Ja, da steht da Germany und eigentlich in der rechten Seite steht Stadt. Ach da. Ja, dann machen Sie Berlin wieder. Ja, habe ich drin. Genau. Und dann muss ich meine ganze Straße und Postleitzahl und so da noch eintragen. Die Wohnadresse, ja genau. Danach die Postleitzahl müsste die rechte Seite sein, ja. Ja, also da steht Braunschweiger Straße 77 jetzt drin. So, und die Postleitzahl ist die 12055 in Berlin.
Also Genau. Neukölln. In Berlin, nicht in Köln. Neukölln, also Berlin-Neukölln, der Stadtteil Neukölln. Okay, danach kriegen Sie also bei die kleine Quadrate. Ach ja, hier, I have reat ant Nein, 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 nein. agretuse Nein, nein. deposit Nein, und. sprechen Sie Englisch ein bisschen? Nee, gar nicht. Ah, gar nichts. Das ist das Problem am Schule. Ja. Okay, kein Problem. Also danach eigentlich kriegen Sie mal Einzahlung bei Blau. Ja, also den blauen Haken habe ich da reingesetzt, da bei IH-Freat Kein und dann. Problem. Dann haben Sie schon das geklickt. Danach kriegen Sie bei Einzahlung bei dem Blau. Ja, wo da steht Ja, jetzt Einzahlung. dreht sich wieder so ein blauer Kreis hier. Ja, Dreht sich genau. und dreht sich. Und jetzt kommt hier was mit Chagemoni und dann steht da Visa. Ja, genau. Und. Ach Welche Karte so. haben Sie schon denn? Eine Mastercard habe ich. Okay, kriegen Sie mit Mastercard? Wo muss man das anklicken? Weil da oben steht ja jetzt Visa. Also, jetzt momentan gerade schaue ich jetzt momentan, ja. Ja. Das wird ja wohl irgendwie klappen hier. Nee, ist kein Problem. Es steht keine Visa davon, ja. Also, das steht also ein Visa, das macht einen zum Beispiel bei Ihnen, okay? Ach Mit so, dem Visa. also Aber muss die da nicht. Karte, ja, genau. Das müssen Sie die Kartennummer erstmal schreiben davon, ja. Ja. Das kriegen wir hin. Also muss da die Kartennummer rein. Dann hole ich mal erstmal kurz meine Karte. Kleinen Moment, weil ich habe ja jetzt nicht mit Ihrem Anruf gerechnet. Und es liegt ja jetzt ja alles noch nicht hier so bei mir auf dem Schreibtisch. Ich bin gleich wieder da. Ich hole dann mal schnell kurz mein Portemonnaie, ja? In Ordnung, dann nehmen Sie die Vollzeit vor. Ja, kleinen Moment. Geht es ja. Alter Falter, der Nette kann mich jetzt nicht hören, aber der absolute Wahnsinn. Doch, also mal ganz davon abgesehen, dass der nuschelt wie Sau. Also den versteht man ja wirklich überhaupt kaum. Und so stellt man sich wohl den Betrug wohl auch vor, ne? Dass man hier Stück für Stück das alles mitmacht. Vegan Love schreibt hier schon, Callcenter-Abzocke bitte nicht einzahlen, das ist ein Betrüger. Meint ihr wirklich, das ist ein Betrüger? Der ist doch so nett. Der ist doch so nett. Ihr habt in der Zwischenzeit so viel geschrieben. Klaus Duders schreibt: Hallo, Mitglied seit 2 Monaten. Vielen, vielen lieben Dank. Irgendwo hatte ich hier eigentlich auch mal einen Knopf dafür. Hatte ich mal einen Knopf dafür? Oder kann das sein, weil der Klaus Duders das noch nicht benutzt hat? Hat er dafür einen Knopf? Bin ich da? Da ist der Klaus Duders. Eigentlich sieht es so aus, wenn einer 2 Monate dabei ist. Klaus Duders ist seit 2 Monaten ein kakerlatastisches Mitglied auf diesem Kanal. Und wenn man den Bums auslöst. Vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft und vielen lieben Dank für 2 Monate Unterstützung hier auf Callcenter Abzocke. So, dann holen wir mal den Betrüger wieder zurück in die Leitung, ne? Lassen wir mal jetzt eine Weile warten lassen. 23 Minuten Gespräch haben wir in der Tat jetzt hier schon zustande bekommen. Meine Güte, und das ja auf dem Ostermontagabend. Nee, natürlich nicht. Aber schon Wahnsinn, ne? Also es hat jetzt wirklich ewig gebraucht, bis einer anruft. Und nun haben wir gleich einen dran, der es ein bisschen länger probiert. Mal gucken, wie lange der jetzt bei dem Kartenspielchen mitmacht. Ich hole ihn mal zurück. So, hören Sie mich? Ja, ich bin da. Ja, schön. So, dann gucke ich mir das jetzt hier nochmal an. Moment. Also, jetzt habe ich die Karte hier. Ja, also die Mastercard. Die muss jetzt da bei Ihnen rein, ja? Jetzt muss ich mal Ja, gucken, da wie steht wir. die Kartennummer, ja. Steht die Ja. Kartennummer bei der ersten Quadrate und da schreiben Sie die Kartennummer da. Mit 16-stellige Nummer, ja, als die Oh. Kreditkartennummer hatten, ja. Ja, Moment. Deswegen sage Also ich. die Kreditkartennummer. So, warten Sie, dann muss ich mal jetzt hier die Kreditkartennummer. Ach ja, das ist diese große Nummer, die da so, die man so anfassen kann, ja? Einfach die Nummer. So, dann der Name muss da noch rein, den. Da müsste auch die Namen sein. Ja, der Name. So. Und. Danach müsste ihr Ablaufdatum. Das Ablaufdatum, warten Sie, das ist ja denn hier dieses 1.25. Und die CVV eigentlich am Ende. Ach ja, hier diese schräge Nummer da, die da auf dem Unterschriftenfeld ist. Also meine ich dreistellige Nummer sind da, ja. So, dann
Habe ich das jetzt so? Und jetzt? Dann kriegen Sie da, wo es steht, Pay Euro 250, ja? Genau, hier Pay zwei, also Pay Euro 240. Ja. So, habe ich drauf gedrückt. Okay. Jetzt fragt er mich hier, möchten Sie Ihre Kreditkartendaten speichern? Nein, nicht speichern. Nicht speichern. So, dann Einzahlung erfolgt. So, jetzt ist das Geld drauf auf dem Konto. Was hat er gesagt? Einzahlung erfolgt? Ich glaube ja, ich habe da irgendwo hingedrückt und war es ganz schnell weg. Also hier stand jetzt was mit Einzahlung und dann habe ich okay irgendwie gedrückt, aber da war ich zu schnell mit dem Klicken. Habe ich nicht gelesen, was da genau drauf, aber ich glaube da, weil jetzt bin ich in so einem anderen Fenster. Hier steht jetzt mein Konto, Lorioris knusprig knusprig, dahinter steht ein DE, die E-Mail-Adresse gerald.hubschrauber@mdccfun.de und dann darunter eine Nummer. Also ich bin jetzt hier in so einem Konto. Und jetzt steht hier was, irgendwas mit Hebel, Veränderung 100, kostenloser Swap, Kontotyp, Mikro-Euro. Und, aber dahinter steht dann Balance. Balance steht 0 Euro. Hat das Also bei jetzt. Ihnen, also haben Sie schon das bestätigt gemacht, oder? Na, ich glaube, ich habe Weil das bestätigt, ja. natürlich müssen Sie das bestätigt sein, also mit Handy und so weiter, ja, natürlich. Also das geht nicht so Ach so, was alleine meinen aus. Sie? Ja, nee, da kam nichts. Da kam nichts auf meinem Handy. Da ist nichts gekommen. Also da war ich jetzt, ich habe das nur auf OK gedrückt und dann kam jetzt hier die Seite, diese, also was ich jetzt Ihnen gerade vorgelesen habe. Auf der Seite befinde ich mich jetzt hier bei Trader Active. Sind Sie noch dran? Ich höre Sie nicht mehr. Ist auf einmal so still bei Ihnen in der Leitung. Haben Sie das Ja, ich bin Mikrofon? dran. Ja. Dann schaue ich jetzt gerade mal, ja. Ja, gucken Sie mal nach, was da ist, weil ich weiß jetzt nicht genau. Also es sah jetzt gut aus. Da war jetzt nichts rot irgendwie. Da war alles einfach so durchgegangen jetzt hier. Also ich bin der Meinung, ich habe das da alles richtig reingeklimpert in Ihr Klimpersystem. Sah alles ganz gut aus. Also sah auch alles Ja, so gut. aus, als musste es dahin, wo ich es reingemacht habe. Also Sie haben schon eigentlich die Karte eingegeben, das was Sie sagen jetzt gerade momentan. Genau, das habe Und ich natürlich, eingegeben. dann haben Sie geklickt, da wo ich Ihnen gesagt habe. Ja. Danach ist bei Ihnen ein Fenster geöffnet, da steht die Einzahlung, werde erfolgreich werden, oder? Ja, ich glaube ja, das habe ich nicht so schnell gelesen. Es war auf einmal ganz schnell weg. Ich habe da, glaube ich, Es irgendwo. war mit grüner sowas oder war eigentlich, was war da eigentlich ungefähr? Na, in der Mitte war auf jeden Fall ein schwarzer Text. Also würde ich jetzt behaupten. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe das nur Also schauen ganz Sie kurz kurz mal, nein, gesehen. nein. Sie müssen das noch einmal machen, weil das ist noch nicht bestätigt mal. Verstehen Sie? Weil das war der Ablaufdatum haben Sie falsch Ja. gemacht. Ja. Da haben Sie schon 2024, nicht 2025. Ach so, habe Deswegen ich vielleicht. irgendwo was falsch eingetippt. Ja, Sie haben bei der Kredit. Wo warten Sie mal? Dann muss ich mir. Also, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie es weitergeht. Wo muss ich Also denn. nochmal bei einloggen. Hier steht nur ausloggen. Also, ich bin jetzt auf mein Konto. Und dann steht da Ja. oben mein Konto und daneben ausloggen. Wo muss ich denn da jetzt drauf? Nee, nee. Eigentlich Einloggen? da steht einloggen, da wo steht einloggen? Ja, aber ich bin ja eingeloggt. Ja, genau, da steht wieder die Einzahlung, damit blau, ja, die Hebel, die Nee, Währung. nee. Was steht da bei Ihnen? Also ganz oben steht zu Hause, dann steht Profil, Nee, Märkte. ganz oben steht da mein Account, ganz oben. Mein Konto steht da ja. Ja, mein Konto, genau. Ja. Da klicke ich drauf. Klicken Sie da mal drauf. Ja. Und dann steht da Profil, dann Kabinett-Passwort ändern, MT4-Passwort ändern. Ach ja, und dann kommt da Einzahlung. Einzahlung, genau. Ah ja, und dann drücke ich da nochmal drauf jetzt. Habe ich jetzt Ja, gemacht. genau. Genau, bei Einzahlung gehen Sie nochmal bei Lux Exchange. Ach ja, das mit dem Fisch, ja. Drücke ich nochmal drauf Ja. auf Lux Exchange. So, Ja. und bei Konto wählen, das habe ich ja schon gelernt, da soll ich die 1332235124 nehmen. Natürlich müssen Sie das nochmal von der vorne machen, ja. Das gleiche, was Sie da Ja, gemacht genau, haben. jetzt trage ich hier erstmal nochmal meinen, also jetzt hier erstmal wieder die 240 Euro, dann meinen Namen Lorioris, knusprig, knusprig. So, dann bei der Stadt kommt dann rein Berlin, bei der Telefonnummer, meine Telefonnummer. So. So, jetzt habe ich da meine Telefonnummer drin und jetzt hier Gamma Nü auswählen. Ja, genau.
So, Bundesland, da muss ich dann, ach ja, hier kann man ja auch anklicken, dann ist Berlin. So, und die Wohnhaft ist dann in der Braunschweiger Straße 77. So, Postleitzahl habe ich die 12055. So, und jetzt auf Anzahlung klicken, ja? Ja, genau. So, habe ich gemacht. Ah, ne, hier ist noch was falsch. Hier ist jetzt rot. I Havereat ant agretuse. Irgendwas mit Deposit. Da ist jetzt rot. Da muss ich bestimmt. Ach so, da musste ich bestimmt diesen Haken reinmachen. Na, ich vergessen, den Haken reinzusetzen. Ja, genau. Klicken Sie bei Okay. den Haken rein. Und jetzt drücke ich nochmal auf Anzahlung. Genau. So. Nun rödelt es wieder. Jetzt kommt hier so ein Kreis. Ah ja, und jetzt sind wir wieder bei Change Money. Mit der Vista-Karte. So. Und jetzt hier Kartennummer, da kommt dann wieder die lange Nummer von meiner Kreditkarte rein, ja? Ja, genau, die 16-stellige Nummer natürlich. Ja. Ah, so, gucken wir mal. Ah, da die Frau da im Hintergrund, die ist ganz schön laut. Die könnte auch mal ihren Sabbel mal so zwischendurch zumachen, die Futterluke. So. Nun gebe ich hier meine Daten nochmal ein. So, Aber kontrollieren Sie mal bitte richtig mal eigentlich, damit Sie nicht Ja. Fehler machen sollen. Ja, weil sonst werde das noch nicht mehr funktionieren. Ich probiere das hier nochmal, warten Sie. So, ich muss jetzt hier erstmal die Nummer. So, die lange Nummer bin ich jetzt erstmal am eintippen. Die lange Nummer ist So. 16-stellige Nummer. Ja, genau. Wann sind es 16 Zahlen? Da kann ich ja mal durchzählen. Meinen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das passt. Also die habe ich dann schon mal richtig. Wann Sie, dann mache ich die da nochmal rein. Die Kartennummer anfangen mit 5, die Mastercard. Ja, genau, das ist richtig. Also mit 5. So, also die habe ich ja auch drin, die Mastercard-Nummer. Oder was meinen Sie jetzt da genau? Also jetzt weiß ich nicht so ganz, was Sie meinen. Jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht. Ich habe doch eigentlich gemeint, damit Sie mit 5 das eingeben am ersten. Wie Sie das eigentlich bei Karte sehen. Deswegen. Na, die lange Kartennummer, die 16-stellige Nummer habe ich eingetragen. War jetzt richtig, Ja, ja? genau. Ja, genau. Genau. Danach, da unten steht wie dein Name, wie der in der Karte steht, mit den großen Buchstaben. So, und jetzt, so, jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir mal, Wurstwasser ist gerade gekommen. Kleinen Moment. Ja, bitte. Hallo Wurstwasser und Lord Kacke. Achso, Lord Kacke war schon da, aber Wurstwasser. Schönen guten Abend und alle, die ich nicht dazwischendurch gesehen habe, ihr schreibt gerade so viel. Um Gottes Willen, das kann ich doch alles gar nicht aufarbeiten. Naja, aber gut, dafür haben wir jetzt schon wieder 32 Minuten Wahnsinn am Telefon. Ich hole ihn mal zurück. So, also, jetzt hier mein Name nochmal rein, hier knusprig, knusprig. Also, knusper, knusper, Knäuschen, verknabber dann mit dem Höschen. So, habe ich drin und jetzt hier das bei Monia, kommt das Jahr rein, ja? Okay, Ja. dann mache ich da mal das Jahr rein. So, warten Sie, ich habe das gleich. Gleich geht hier ab die Post. So, jetzt habe ich das Jahr auch reingeschrieben und jetzt kommt hier, also hier CVV, das war die dreistellige Nummer, die da hinten in dem Unterschriftenfeld von meiner Karte auf der Rückseite steht, ja? Ja. Okay, dann machen wir das so. So, dann habe ich jetzt das, was Sie da gesagt haben und jetzt gehe ich hier auf Pay 240 Euro. Okay, klicken Sie Okay, mal da. habe ich gemacht und jetzt rödelt das Ding hier wohl. Und jetzt fasse ich nichts an und warte, was passiert. Das letzte Mal habe ich ja, wie gesagt, irgendwo hingeklickt und dann war der Streifen da weg. So, jetzt steht hier Processing Loading. Okay. Und jetzt steht, oh, jetzt habe ich hier Authentication failed. Das hatte ich gerade nicht. Jetzt ist es auf einmal fehlerhaft. Authentication fails. Ja, Authentication failed. Und jetzt ist es weiß, die Seite. Jetzt ist da gar nichts mehr. Weg. Okay, wieso? Und Okay, jetzt. das war Jetzt bin ich okay. immer. Und jetzt steht hier Einzahlung fehlgeschlagen. Das war das, wo ich vorhin zu schnell OK gedrückt habe, wahrscheinlich. Das sind eigentlich falsch geschlagen. Also machen wir besser so? Wir machen besser so. Öffnen Sie eine neue Fenster. Eine neue Fenster bei Google, ja? Ach, bei Google. Ich dachte, ich soll jetzt aufstehen und mein Fenster öffnen. Eine neue Fenster öffnen. Also So, warten Sie, ich. dann mache ich mal Google. Also hier Schauen Sie kurz mal. Schauen HTTPS Sie. Nein, schauen Doppelpunkt. Sie. Ja? Kurz Moment, kurz Moment.
Also, ein bisschen Ruhe zu haben, ja? Okay. Also müssen Sie eigentlich die Konto aktivieren. Na, deswegen habe ich doch Sie am Telefon, dachte ich jetzt hier eigentlich. Okay, super. Also, was für Gründe müssen Sie das Konto aktivieren? Was ist dein Grund eigentlich? Was? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Deine Grund. Und was ist deine Grund eigentlich? Mein was? Mein was? Das verstehe ich Nee, nicht. ich meinte deine Gründe, für das eigentlich Sache zu machen. Ist das am Spielerei zu machen, YouTuber zu machen oder arbeiten zu machen? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Ich dachte, Moment, lass dich. man kann hier aus einem kleinen Einsatz viel Geld verdienen. Okay, schauen Sie kurz mal. Öffnen Sie neue Fenster, also neue Fenster von Englisch Google Chrome. Und dann schreiben Sie da eigentlich die Anydesk. Ja, Sie wissen es doch schon. Warten Sie, ich habe jetzt erstmal Google. Warten Sie, ich mache das hier. So, warten Sie. Und jetzt in die Google-Suche Anydesk. Ja, genau, Anydesk. Runterladen Sie die Anydesk. Wie schreibt man das? Einfach A-N-N-I? A-N-Y-D-E-S-K.com. N-Ü. Warten Sie, nicht so schnell. A-N-Ü? D-E-S-K.com. D-E? S-K. Und komm, dann kann ich ja gleich die Genau. Seite öffnen. Jetzt habe ich es ja bei Google eingegeben. Warten Sie, dann mache ich das oben in das Adressfeld. Nee, da haben wir irgendwie einen Schreibfehler drin. Hier steht die Verbindung mit dem Server xn an desk ja.com schlug fehl. Aber das habe ich oben nicht eingegeben. Oben steht anydesk.com. Hier steht, versuchen Sie es später erneut. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. Hallo? Ja, bitte, ich bin hier, kein Problem. Die Seite geht nicht. So, also da muss ich irgendwo einen Fehler drin haben. Das sieht aus wie eine falsche Seite. Da steht, die Seite wurde nicht gefunden. Kein Problem, Sie können da eigentlich nochmal schreiben, oder? Na oben denn nochmal. Aber ich hab's doch drin, so wie ich denke. Anydesk. Was schreiben Sie nochmal, kein Problem. Anydesk.com haben Sie gesagt, ja? Nicht .de, .com. Ist es richtig? Ja. Okay. Nee, die Seite geht so nicht. Da ist was falsch. Kein Problem. Wenn das falsch ist, dann haben Sie keine Chance zu Konto aktivieren. Wieso das denn nicht? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht auch, ja, kein Problem. Oder machen wir besser so? Hören Sie mich, ja? Ja, ich höre Sie. Super denn. Also, ich mache besser so. Warten kurz mal. Ja. Also die Kreditkarte haben Sie schon da, ja? Die Kreditkarte habe ich hier liegen, ja. Genau, super. Also warten Sie kurz, ich kontrolliere erst mal, was hier passiert ist. Also, was für eine Ka ist Mastercard das hier? Das ist eine Mastercard, was ich jetzt hier benutzt habe, ja. Super, super. Schauen Sie kurz mal. Also, sagen Sie mir die Kartennummer bitte, ich mag das ja eigentlich rein für Sie. Die komplette Kartennummer. Soll ich Ja, Ihnen, genau. okay. Ja. Also dann ist das die 523 906, 523. dann die 110 Nee, 560. alles 1 bei 1. 1 bei 1, besser. Ich kann Achso. auch schreiben 520, aber 1 bei 1 ist besser, Also damit wir keine Fehler machen. die Zahlen einzelnen. Dann ist das die 523906110560 Langsam, langsam. Acht Langsam, fünf. langsam, langsam, langsam. Langsam, nicht so wie Motorrad. Also, 5239. Wann sind die 5, 2, genau, das ist richtig. Dann die 3, dann die 9, dann die 0, dann die 6, dann die 1, dann die 1, dann die 0, dann die 5, dann die 6, dann die 0, dann die 6, dann die 0, dann die 8, dann die 5. Okay. Und die Kartenname, wie der eigentlich dein Name steht hier da? Na, Lorioris, knusprig, knusprig. Okay. Haben Sie ja? Also Lorios, ja? Lorioris, ja. Und dann knusprig, Okay, und danach knusprig. Knus, also Knus. Knusprig, knusprig.
Also Knus und Prick. Na, knusprig, knusprig. Ah, zusammengeschrieben, oder? Ja, ja, zusammengeschrieben. Ist ein Doppelname. Okay, Ablaufdatum? Das Ablaufdatum. Also hier Verfallsdatum, gültig ist es bis März 24. Oh, da läuft ja bald ab, das Ding. Ablaufdatum bitte nochmal? März 24. Also 03? Ja. 24. Genau, also 03 2024. TV. Das, ach hier, die 205. 205. Genau, also die 205. Also kontrolliere ich es nochmal hier. Habe ich aber noch nie benutzt, die Karte. Also das ist eine, die lag jetzt hier rum. Deine Karte ist bei Alex Bank, ja? Ja. Habe ich mal so zugeschickt gekriegt aus der Werbung. Da war mal, dass man da mal so eine Karte kriegt, aber ich habe die dann nie benutzt. Also hier steht die Einzahlung festschlagen. Vielleicht haben sie kein Geld unter die Karte, ja? Das kann sein. Das ist ja eine Kreditkarte, wird ja dann abgebucht dann. Okay, also machen wir besser so, ja? Machen wir besser so? Also ich sage doch mal jetzt gerade, Online-Banking haben Sie schon, verwenden Sie schon Online-Banking? Online-Banking mache ich immer, das mache ich ja meistens. Ich wollte ja jetzt nur mal was Verrücktes ausprobieren mit der Karte, aber dann geht die ja scheinbar irgendwie nicht. Super, aber erstmal öffnen wir die Anydesk am ersten, okay? Runterladen oder öffnen, okay? Also, schreiben Sie also besser nochmal von dem vorne. Ja, von da vorne schreiben Sie mal bitte. Da oben, neue Fenster, ja. www. www. Ja. Punkt. Ja. Anton Nordpol. Ja. Y. Ach, ein Y. Ich habe Ü geschrieben, sehen Sie? Ja, Y. Ja, vorhin haben Sie Ü gesagt. A-N-Ü haben Sie gesagt. Y haben Sie geschrieben, danach D wie Dora. Ja. E wie Emil, ja. S wie Siegfried, ja. K wie Kaufmann, ja. Punkt, Cäsar, ja. Otto, ja. Und Martha, ja, Punkt, komm, genau. Ja. Also danach klicken Sie jetzt Enter. Geht's. Ja, dann wird eigentlich die Webseite geöffnet. Ja, jetzt habe ich, aber die Seite ist weiß. Genau, die Seite ist natürlich weiß. Also, danach klicken Sie bei, da steht Download Now, ja, oder hier ist runterladen. Ich habe nur eine weiße Seite. So, warten Sie mal, aber ich habe da oben auch einen Tippfehler. Warten Sie mal, D-E-S-K ist richtig, ja? Nicht D-R-S-K. D-E-S-K ist richtig, ja? Also Anton Nordpol Y, Dora Emil Siegfried Kaufmann. Ja, jetzt habe ich eine schwarze Seite. Also so eine graue, grauschwarz, mit aprikofarbener Button zu. Steht hier my Anydesk und Downloads Access Now. Casno oder wie auch immer. Und dann greifen Sie jetzt auf jedes Gerät zu, egal wo Sie sind, sicher und schnell. Mhm. Muss ich mich da jetzt oben irgendwo anmelden hier bei Anydesk? Einfach runterladen. Herunterladen, ja, warten Sie, dann drücke ich hier auf herunterladen. So. Ja, und dann? Bitte? Herunterladen gedrückt. Haben Sie runterladen gedrückt. Okay, dann wird das laden jetzt gerade, ja? Es wird das runterladen jetzt. Habe ich gemacht, das ja. Dauert. Hat jetzt ja, runtergeladen. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, der Typ ist ja schon irgendwie abgefahren. Jetzt warte kurz mal. Genau, er wartet jetzt kurz mal. Dann lass man mal kurz ein bisschen warten, wenn er das gerne möchte. Eieieiei. Mensch, ihr schreibt aber auch viel in den Chat hier, ne? Ihr seid ja wohl heute richtig fleißig. Öffnen Sie das jetzt. Ist das runtergeladen? Ja, ich muss mal schnell zurück. So, ich habe das jetzt runtergeladen, ja, so wie Sie das gesagt haben. Okay, öffnen Sie es jetzt. Der Programm. Ich habe doch auf herunter. Ach so, ich soll das. Also wenn, wo ist denn das jetzt genau auf meinem Computer? Auf welchem Ordner? Weil ich habe also das. Also bei den Downloads, ja, bei den Ordner von Downloads haben Sie schon da. Also da muss ich mal gucken, weil ich mache das hier nicht so oft am Rechner. Okay. So, mal gucken, wo ich da drauf drücken muss.
Die Farben passen gar nicht zu meinem Möbel. So rot, weil ich habe immer alles so in Schwarz und in so Aprikot passt gar nicht. Haben Sie eigentlich den Passagierschein A38? Hallo, junges Fräulein? Hallo? Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja, jetzt kann ich Sie wieder hören. Sie waren einfach okay, weg. Okay, super. Haben Sie schon das geöffnet? Desk? Ich habe das runtergeladen, ja. Okay, super. Öffnen Sie da, steht eine neuständige Nummer. Warten Sie, jetzt muss ich ja erstmal auf installieren, glaube ich, ne? Natürlich, auf jeden Fall. Warten Sie dann. Ach, jetzt mal gucken, wie das hier wieder geht. Die wollen ja abgefahrene Sachen hier. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das ganz schön aufwendig da mit dem Trading. Ja. Hätte ich ja nie gedacht, dass das so kompliziert wird mit dem Trading, weil das stand da ja, dass das ganz einfach eigentlich sein soll. So. Haben Sie? Ja. Ja. Mhm. Genau. Und was brauchen Sie da jetzt genau? Weil das hier ist genau, jetzt... Genau, Sie wissen doch eigentlich schon, da steht eine neunstellige Nummer dafür, ja? Ich kenne mich ja mit solchen Programmen nicht aus. Ich habe ja sowas noch nicht gehabt. Okay, weil Sie haben schon das installiert. Ja, ja, ich habe das jetzt installiert. Also Sie haben aber ja gesagt, steht, ich soll steht das... Steht da oben eine neunstellige Nummer mit Raupen so Zeichen? Ja, da stehen so Nummern. Ja, genau. Wie lautet die Nummer bitte? Das ist eine 4. Ja. Eine 3. Ja, weiter. Eine 2. Ja. Dann eine 2. Ja. Eine 3. Ja. Eine 4. Ja. Und der letzte Block sind dann eine 4. Ja. Eine 3. Ja. Und eine 2. Also, nochmal von da vorne. Wie lautet bitte? Das ist die 4, dann die, dann die 3, dann die 2. Ja? Mhm. Mhm. Dann kommt die 2, dann die 3, dann die 4. Und dann kommt die 4, die 3 und die 2. Ja. Also. Ich wiederhole nochmal, ja, kein Problem. Mhm. Also nochmal dem Code, nochmal die Nummer sagen, bitte. Also die neuen Zahlen, die hier drin sind. Ja, ja. Habe ich doch jetzt schon zweimal durchgesagt. Ist da was falsch? Ja, deswegen, sage ich mal. Ach so. Also die Nummer ist die 432-234-432. Okay, wenn ich das eigentlich an Frage schicke, das funktioniert nicht. Also schreiben Sie meine Nummer am besten, ja? Schreiben Sie meine Nummer, da steht Enter Remote Adresse, ja, da oben. Enter Remote Adresse. Ja. Schreiben Sie meine Nummer 230-430-436. Das habe ich akustisch nicht verstanden. 230-436. 436, ja? Ja, 661. 661. Genau. Dann klicken Sie Enter. Ne, geht nicht. Da steht, kann nicht verbunden werden. Ah. Hier steht, überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen. Ah, genau. Überprüfen Sie die Firewall. Wie mache ich denn das jetzt? Damit kenne ich mich ja nur gar nicht aus. Okay, schauen Sie kurz mal. Wir machen das so. Ja. Besser. Ich sende Ihnen die Bankdaten. Ja, machen Sie eine Überweisung. Geht das? Mit E-Mail. Ach so, Sie wollen mir jetzt eine E-Mail schicken mit den Daten und ich überweise das dann gleich am Telefon per Online-Überweisung. Ne, warten Sie kurz mal. Ja, das ist kein Problem. Kurz Moment. Da warte ich dann. Kurz Moment. Also, ja, kurz Moment. Okay, also, dann warte ich kurz. Jetzt annehmen Sie, akzeptieren Sie bitte. Wo steht es? Steht bei Ihnen. Nee, also ich sehe jetzt hier nichts mit...
Ist das schön? Ist 924-347-862. Ist das bei Ihnen gekommen? Nee, da ist nichts gekommen. Ja, ist angekommen. Liegen Sie annehmen, kein Problem. Ja, da steht ja nichts mit annehmen. Da kommt nichts. Also da steht bei mir nichts mit annehmen. Also Was nicht, steht da? dass. Vielleicht sehe ich das auch nicht, aber ich sehe jetzt. Also ich sehe das nicht. Okay. Ihre Aber. Nummer ist 924-347-862. Deine Nummer. Und ist nicht das, was Sie gesagt mir haben. Also, Sie haben doch eine Nummer 924 und Sie spielen jetzt gerade mit mir. Kein Problem. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also, das ist deine Arbeit. Ist kein Problem. Meine Arbeit ist eigentlich natürlich auf jeden Fall, also hier zum Training zu machen. Deine Arbeit ist eigentlich zum Spielerei zu machen. Kein Ja. Problem. Das passt schon. Also, aber ich sage nur für die eigentlich, ich habe schon von der Anfang das verstanden, aber kein Problem. Ich Ja. möchte nur eigentlich Zeit verplempern. Eine Stunde. meine Zeit ein bisschen verschwenden. Ja. Deswegen, Hat man also viel Zeit so als Betrüger. ich möchte gerne selber eigentlich meine Zeit verschwenden. Deswegen eigentlich ein bisschen Zeit zu laufen, Das klingt aber ja, logisch. weil eigentlich natürlich auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, kein Problem. Wir haben Spaß gemacht miteinander. Es freut mich natürlich. Ja, war sehr Ja, lustig. alles. 50 Kein Minuten oder Problem. 51 Minuten für die Ja, ist kein Mülltonne. Problem. Meine Zeit ist eigentlich fertig, kein Problem. Ja. Danke. Ja, hat Spaß Danke gemacht. für das. Dankeschön, ja. Und ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Bleiben Sie jetzt gesund auch. Den wünsche ich mir auch. Wiedersehen. Servus. Ciao, ciao. Tschüssikowski. So, da ist er schon auf einmal weg. Interessant. Und was sage ich euch? Hier klingelt nebenbei schon wieder das Telefon. Ich gucke mal, Moment. Aufgelegt, schade. Nicht durchgekommen. Naja, stellen wir mal wieder zurück auf Chat. Ja, hallo? Nee, noch nicht jetzt. Ja, hallo? Hallo, ich höre Sie leider nicht. Wieder aufgelegt. Aber er ruft schon wieder direkt an. Hallo? Und direkt wieder aufgelegt. Ach, haben wir wieder so einen Spaßvogel hier in der Leitung. Und er ruft schon wieder an. Hallo, hallo, hallo? Kann sie leider nicht hören. Jetzt habe ich Störgeräusche in der Leitung. Ja, und jetzt habe ich das Callcenter kurz gehört und dann war er wieder weg. Und er ruft wieder an. Ich sag ja, wir haben so einen Spaßvogel in der Leitung. Ja, bitte? Wenn er nicht mit uns sprechen möchte, der wird wohl bestimmt gerade zugucken. Na, dann ein herzliches Willkommen an den Betrüger. Aber dann wäre es doch lustiger, wenn er sich jetzt hier mal bei uns melden würde. Magst du nicht mit uns sprechen? Tja, so ist natürlich langweilig. Hallo. Also, wenn du mit uns nicht sprechen möchtest, dann wird das nichts. Dann lege ich jetzt wieder auf oder so. Ich lege jetzt auf, ja. Tschüssikowski. Dann halt eben nicht, wenn er nicht mit uns sprechen möchte. Ja, guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Koriander? Ja, Koriander hier am Apparat. Ja. Ah ja, schön. Mein Name ist Bianca Richter. Ich rufe von Bitcoin Smarter an. Und zwar geht es darum, dass Sie sich beim Finanzmarkt ein Handelskonto eröffnet haben und sich registriert haben, Herr Ander. Ja. Ich bin Ihre zugewiesene Kundenbetreuerin, das Konto zu aktivieren. Oh, schön. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Finanzmarkt gehabt, Herr Ander? Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Also nicht mal ein bisschen. Überhaupt nicht. Nee. Okay, kein Problem. Also dann empfehle ich Ihnen auch, lieber mit einem Finanzberater weiterzumachen. Ja. Ja, da bekommen Sie halt alle Informationen von Ihnen, da wissen Sie auch, wie das abläuft. Sie sind ja ganz neu hier in diesem Programm dann. Ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie an robotischen, automatischen Systemen teilnehmen können. Aber da Sie ja keine Erfahrung haben, Ja. empfehle ich Ihnen lieber halt mit dem Finanzberater das weiterzumachen. Ja, Herr Ander? Ja, das ist aber Also entzückend. Sie können auch an Online-Seminare teilnehmen.� װ                                                                                                                                                                                                                                                                         װ                              װ},     װ││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 př                    װ││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 
und an Live-Chats teilnehmen, wo sie halt die ganzen Informationen halt über Bitcoin bekommen, wie das abläuft, was sie für wie viel Prozent sie an Gewinn machen können und alles, wird ihnen dann alles komplett erklärt, ja? Ja. Also sie können, also wir haben drei Möglichkeiten, das Konto zu aktivieren. Ja. Wir haben einmal eine Einzahlung mit 250 Euro Minimum oder mit 500 Euro oder mit 1000 Euro, Herr Ander. Also bei 500 Euro bekommen Sie noch einen 30-prozentigen Bonus, das heißt 150 Euro extra. Und bei 1000 Euro bekommen Sie auch noch einen Bonus von 300 Euro, also auch nochmal 30%. Das sind dann schlussendlich auf Ihrem Konto, was, wenn Sie 1000 Euro einzahlen, haben Sie dann 1300 Euro eingezahlt, ja? Ja. Und Sie können halt wöchentlich können Sie die Gewinne auszahlen lassen oder auch monatlich. Das liegt dann an Ihnen, also Sie können sich das entscheiden, wie Sie die Gewinne auszahlen lassen möchten, ja? Ja, aber ich habe da mal eine Frage. Also ja, kann man bei Ihnen auch direkt in Sonnenblumenöl investieren? Weil das ist ja gerade so ein Zeug, das ist ja der absolute heiße Shit momentan in den Kaufhallen. Die Leute kaufen ja alle Sonnenblumenöl wie die Bekloppten. Kann man da auch direkt da Aktien da bei Sonnenblumenöl da kaufen? Weil vielleicht kann man da noch ein bisschen was abschöpfen von dem Ganzen. Sie können halt also es geht ja darum, dass Sie bei den Applikationen dann auswählen können, was für Applikationen Sie wählen, ja? Also das ist dann Ihnen überlassen, was Sie da sich auswählen, was für Applikationen, an was Sie investieren wollen. Ja, das können also, Sie dann entscheiden, wie Sie das dann, also wie, wo Sie dann halt investieren möchten. Das machen Sie dann mit dem Finanzberater, Herr Ander. Okay, das ist ja schon mal interessant. Ja. Und wie sieht das mit den Bonussen aus? Wie hoch sind die Bonusse? Wie bitte? Die Bonusse. Sie meinen den Bonus, ja? Ja, im Hintergrund läuft gerade Squid Game bei Ihnen. Genau, es ist so, ja, weil wir sind halt sehr viele Mitarbeiter, wir haben Hintergrund Musik am Laufen, um die Motivation ein bisschen hochzuspringen. Ach so, wir können alle ein bisschen tanzen auf der Arbeit, das ist immer gut. Genau, das machen wir auch immer gerne. Gut, also der Bonus ist halt so, dass Sie halt, wie gesagt, bei 500 Euro einen Bonus bekommen und bei 1000 Euro einen Bonus bekommen. Ja, von ja, 30%. Ja. Das wird dann automatisch nach der also wenn Sie die Einzahlung machen, wird automatisch auf Ihren Handelskonto dann der Bonus mit eingerechnet, ja? Ja. Also mit eingezahlt. Mit wie viel würden Sie denn gerne anfangen, Herr Ander? Ja, also ich dachte mir jetzt so vielleicht erstmal an, weiß ich nicht, also vielleicht kann man 200 Euro erstmal machen. Also wir haben einen Minimumbetrag, mit dem Sie anfangen können, ist 250 Euro, Herr Ander. 250 muss man minimal machen, ja, irgendwie sowas habe ich glaube ich auch schon richtig mal gelesen, ja. Also denn, ja. Ja, wenn es nicht anders geht, dann muss ich das mit den 250 Euro erstmal machen, denn aber... Weil, ja. Und wie viel Bonusse gibt es denn da drauf? Also wie viel kriegt man denn oben drauf als Leckerli? Wie bitte? Also wie viel Schmankerl? Was meinen Sie mit Leckerlis? Ja, obendrauf dann, also so als Goodie. Also bei 250 Euro haben wir keinen Bonus. Wir geben nur einen Bonus bei 500 und bei 1000 Euro. Oh, das ist aber bei schade. Bei 250 Euro bekommen Sie leider keinen Bonus, Herr Ander. Ja, und jetzt ist die Musik lauter als Sie. Das, jetzt wird es schon diskutiert jetzt. Wie bitte? Ich sage, es nimmt jetzt Diskotheken-Ausmaße bei Ihnen an. Ja, die Musik ist halt manchmal immer so abwechselnd, einmal laut, einmal leise. Aber ich bin für leise. Okay. Weil sonst höre ich sie nicht. Ja, also auf jeden Fall ist das so, dass Sie die Musik laufen lassen. Da habe ich Ihnen ja schon gesagt, wegen der Motivation. Da können wir leider nichts machen. Deswegen ist das so, Herr Ander. Ja, ja, also was haben Sie sich denn entschieden? Mit wie viel würden Sie denn anfangen, Herr Ander? Ja, wie viel kriegt man denn an Bonusse bei 500 Euro? Da bekommen Sie 150 Euro an Bonus, also 30%. Ja. Und kann man da irgendwie mehr Bonus kriegen? Also, nee, Sie haben nur die Möglichkeit, halt bei 500 Euro 150 Euro Bonus zu bekommen. Halt, wenn Sie da 1000 Euro einzahlen, dann kriegen Sie 300 Euro Bonus. Das war's auch schon. Wir haben nur zwei Bonusmöglichkeiten. Also 150 Euro Bonus und 300 Euro Bonus. Genau. Aber kann man sich nicht den... Oh, ist das laut bei Ihnen. Ah, die brüllt ja da auch im Hintergrund, als hätte die Schmerzen. Das ist die Musik. Ach so, es hat sich so angehört, als hätte irgendeiner Unterleibsschmerzen oder so. Ach so, hat sich das so angehört? Ja, das tut mir aber leid, wie eine schreiende Frau so. Aber... Ah, nee, das ist die Musik, keine Sorge. Also hier hat keine Unterleibsschmerzen. Dann ist gut. So, also dann kommen wir hier mal wieder zu dem Geschäftlichen. Also wenn Sie da sagen, da gibt es denn mehr Bonus, wenn man mehr zahlt, dann weiß ich nicht, wie ist denn das, wenn man jetzt so 600 Euro zum Beispiel nimmt? Wie bitte? Wenn man jetzt hier so 600 Euro machen würde, also
Ja. So ein Mittelding. Ja, also Sie können auch, also Sie können mit 600 Euro auch anfangen. Also dann wird der Bonus halt, weil Sie ja 500 schon mehr als 500 einzahlen, dann bleibt der Bonus aber auch bei 150. Nur bei 1000 wird er dann auf 300 wird der Bonus dann gehen. Der geht dann so prozentual mit hoch. Achso, nee, nee. Also wir haben nur einen Bonus bei 500 Euro und bei 1000 Euro, Herr Ander. Ach so, ja. Ja. Ja gut, dann müssen wir halt das nehmen, was wir hingeworfen bekommen. Dann nehme ich das mit den 1000. Sie wollen mit 1000 anfangen, ja? Ja, wenn es da am meisten oben drauf gibt, weil ich nehme ja alles gratis mit, was gratis kommt. Ja, also 300 Euro bekommt sie dann extra an Bonus, Herr Ander. Das ist gut, ja. Ja, und wie wollen Sie denn einzahlen? Wie meinen Sie die Frage? Ja, haben Sie eine Girokarte, Online-Banking oder eine Kreditkarte? Ja, das ist alles vorhanden. Ich dachte, Sie buchen das dann einfach von meinem Konto ab. Nee, also wir müssen das ja nicht so. Sie müssen das ja schon selber einzahlen. Sie verifizieren sich dann und müssen das selber dann mit dem Girokonto, also wahrscheinlich mit der Girokarte oder mit der Kreditkarte, machen Sie das dann selber. Ach so, also... Ja. So, buchen Sie nicht direkt vom Konto ab, das geht denn nicht, oder wie? Nee, das geht nicht, da haben wir keinen Zugriff drauf. Das müssen Sie ja schon selber machen. Das ist ja Ihr Konto, wo Sie dann einzahlen. Das ist Ihr eigenes Konto, wo Sie dann, also das Handelskonto, wo Sie dann selber auch einzahlen. Ja. Sie müssen sich halt vorher verifizieren lassen und dann können Sie die Einzahlung leisten. Ja, okay, wenn Sie sagen, das geht nur so, dann machen wir das halt so, wie Sie das sagen. Ja, also sind Sie dann also wollen Sie mit der Kreditkarte einzahlen oder mit der Girokarte? Na, dann mit der Kreditkarte, weil das geht ja dann schneller, denke ich mal. Ne? Also mit der Girokarte, dann wird es ja. Na, aber oder also wie meinen Sie das mit der Kreditkarte? Ja, mit der Kreditkarte geht's, also es geht mit beiden, können Sie das machen. Mit der Kreditkarte geht's halt schneller. Haben Sie auf der Kreditkarte auch die internationale Transaktion aktiviert? Ja. Haben Sie, ja? Ja, ich habe da alles, glaube ich, aktiviert. Okay, gut. Dann bleiben Sie mal ganz kurz dran, bitte, ja? Natürlich. Ich werde Ihnen... Ich warte. So, dann lassen wir sie mal warten. So, ich gucke hier gerade nebenbei noch durch eure Kommentare. Ihr seid ja heute wieder der absolute Wahnsinn. Dong Swang Card. Stimmt, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber die fällt auch tatsächlich ziemlich schnell auf, die Dong Swang Karte. Da muss man immer so ein bisschen gucken. So, ich will auf jeden Fall Payback-Punkte bei dem Betrag. Ja, ich glaube, Payback bieten die Betrüger wohl weniger an. Ich glaube, bei CoinWorld läuft, was? Buzum? Herr Ander? Ja? Ja, also, dann können wir mit der Kreditkarte, können wir weitermachen. Ja, so wie Sie das jetzt wollen, ja. Also, wenn Sie sagen Kreditkarte, genau. Ansonsten habe ich ja vorgeschlagen, können Sie es auch einfach abbuchen. Also wir machen das mit der Kreditkarte, Herr Ander. Dafür brauche ich einmal Ihre Kartennummer, damit ich das im System eingebe. Und dann, wenn ich das eingegeben habe, müssen Sie mir die bestätigen, dass Sie auch die Zahlung machen wollen, damit das eingeht. Ach so, also Sie wollen jetzt die Kreditkarte von mir so durchbuchstabiert haben, die Nummer. Also ja, die Kreditkarte müssen Sie mir dann einmal durchbuchstabieren, genau. Und dann werde ich das im System eingeben. Und Sie müssen ja immer, bevor Sie überhaupt eine Zahlung machen, kriegen Sie ja immer eine Bestätigung, damit auch die Zahlung eingeht, ja. Es ist ja auch zu Ihrer Sicherheit dann. Sie müssen das bestätigen und dann geht die Zahlung auf Ihr Konto ein. Ja. Ja. Okay. Können Sie, Ihre Kreditkartennummer, können Sie mir die Nummer einmal durchgeben, bitte, Herr Ander? Ja, dann muss ich mal nach der Kreditkarte kurz suchen. Dann muss ich mal kurz in die Küche. Kleinen Moment, dann hole ich mir die jetzt mal. Okay, super. Legt das Telefon so lange an eine Seite, weil das hat so ein Kringelkabel dran. Ja, ich warte dran. So. Gott sei Dank macht sie wenigstens während des Wartens auch ihren Mikrofon aus, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Ihr schreibt so viel. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind im Handelsboot. Ja, Hammer tatsächlich. Schön, schön, schön. 150 Euro von 500 sind 30% ganz genau. Ja, 30% Bonus. Urheberrechtsverletzung. Womit denn? Womit haben wir denn eine Urheberrechtsverletzung? Kann mir das einer erklären? Ich hab keine gemacht. Ach, lassen wir sie mal so ein bisschen rödeln und dödeln, die nette Dame. So, Bank auswählen. Jetzt müssen wir mal irgendeine sinnvolle Bank hier. Amor Bank. Die ABN Amor Bank. Witzig, was man so alles kennenlernt hier. So, aber das ist eine aus Germanü.
man ja jetzt mal ein paar Daten generieren, dass wir was für die nette Blitzbirne haben. So. Aber mich hat es jetzt echt gewundert, dass jetzt tatsächlich direkt wieder einer angerufen hat. Also ich habe mich jetzt auf einem Portal registriert und es war gleich jemand dran. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich weiß es wirklich nicht, aber naja. Haben wir ja mal wieder geschafft. Schön, schön. Jetzt wird es so ungeduldig. So, da bin ich wieder. Ja. So, jetzt welche Nummer brauchen Sie da jetzt genau? Also ich brauche die, auf der vorderen Seite haben Sie ja eine Kartennummer. Diese, entweder fängt ihr mit 5 an oder mit 4 an. Einmal diese Nummer bitte. Ach so, das ist dann die 520, 714, 552, 944, 728, 8. Herr Ander, nochmal ganz langsam, Zahl für Zahl bitte, ja? Also so jeder, kann ich gar nicht ja. Ach so, okay. Eintippen und schreiben, ja. Ja gut, dann, bin, dann ja. Die 5. Ja. 2. Ja. 0. Ja. 7. Ja. 1. Ja. 4. Ja. 5. Ja. 5. Ja. 2. Ja. Und die 4. Ja. Ja. Die Musik müssen wir wirklich mal ein kleines bisschen leiser machen. Das ist so laut, da kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ja, das tut mir leid, dass die Musik so laut ist, aber ich kann da nichts machen. Also Moment, einen Moment. Kann man einen Stein schmeißen oder so? Ja, das hätte ich auch gerne gemacht, aber kann ich nicht, sonst werde ich hier rausgeschmissen. So. Also weiter dann, also 2-4 und dann? Dann sind die 2-4-9-9, dann die 7-2-8-8. Ja. 2-8-8. Dann ja. Einmal das Ablaufdatum bitte. Das ist, ach so, hier auf der das anderen Seite. Das unter der Nummer. Ja. Nein, das muss auf der Vorder- ja. September 22. September 22, also das heißt, die Karte ist ja schon abgelaufen, Herr Ander. Ach ja. Haben Sie recht. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber wir haben ja schon Oktober. Genau. Ach du Scheiße. Warten Sie mal, aber ich glaube, ich habe noch so eine andere. Warten Sie mal. Ich glaube, da kam schon mal was. Da muss ich mal Post aufmachen. Moment. Post aufmachen? Haben Sie noch gar nicht die Post aufgemacht? Na doch, aber da war schon... Haben da Sie ist die was... Karte nicht gebraucht? Nö, ich brauche die selten. Aber von der Bank kam schon was. Warten Sie mal, ich gucke mal auf den Stapel. Ja. Muss ich mich mal hier kurz durchwühlen? Ich glaube, da ist schon irgendwo was Neues gekommen. Jetzt muss ich sagen. Also was braucht man ja auch so selten. Ja, genau. Braucht man ja auch. Ja. So, warten Sie, dann muss ich mal hier, so jetzt, hier ist noch eine Rechnung, ja, dann, ist aber dolle laut da bei Ihnen. Ja. Oh, das müssen Sie den ganzen Tag ertragen. Ja, das ist ja unsere Motivation, damit wir auch gut hier nicht einschlafen, ne? Damit wir schön wach sind. So, bei der Musik kann man wirklich nicht mehr einschlafen. Genau, kann man nicht. Da hat man mehr Spaß und tanzt rum. So, hier. Man muss ja bei der Arbeit Spaß haben. Naja, das tatsächlich fühlt sich schon mal so an. Ich mache jetzt mal den Brief auf. Ja. So. Also. Ah, so, jetzt habe ich hier das aufgemacht. So, jetzt. Genau, hier unten klebt auch schon die neue Karte. So. Ja. Auch aktiviert, Herr Ader? Ander? Oh. Entschuldigung. Wie macht man das? Wie haben Sie denn die vorige Karte aktivieren lassen? Sie haben die Karte ja auch schon benutzt gehabt, oder nicht? Die vorher. Die andere ja. Da habe ich jetzt nur nicht mit gerechnet, dass die jetzt schon ausgelaufen ist. Also, die ging einfach, oder nicht? Ist ja nur auch schon wieder ein paar Jährchen her. Was steht denn auf diesem Briefchen drauf? Na, die neue Karte. Ihre neue Karte. Ja. So, dann habe ich da, nochmal muss ich so ein Feld freirubbeln, da ist eine PIN, glaube ich, drunter. Ja, was steht da drauf? Also steht da irgendwas von, dass Sie die aktivieren lassen müssen? Nö, von aktivieren steht hier nichts, soweit ich das sehen kann. Ist einfach nur die Karte drin. Ja, und eine normale Kreditkarte, ja? Genau, ist wieder so eine Mastercard. Es kam jetzt ja von der gleichen Bank, kam die Mastercard wieder an. Also da nochmal eine neue. Ja. Und die haben die aber noch nicht benutzt, richtig? Nee. Okay, einen Moment bitte. Ja, ich warte gerne. Oh
Gott, das ist die Musik bei der laut. Also ich könnte den ganzen Tag da gar nicht arbeiten bei dem Krach. Ach ja, ihr schreibt hier Copyright-Verletzung wegen der Hintergrundmusik. Ja, bei dem okay, Krach... Okay, Herr, na, dann geben Sie mir mal die neue Kartennummer dann. So, wann Sie denn... ach, na, genau, jetzt steht die ja hier. So, das ist dann die 5, 2... Ja. Dann die 0... Ja. 7... Ja. 1... Ja. 4... Ja. 9... 9? Ja. Ja. Dann nochmal eine 9. Ja. Dann die 1. Die 1. Eine 8. Eine 8. Eine 4. Eine 4. Eine 9. Ja. Eine 8. Ja. Eine 9. Ja. Und die 5. Da fehlt aber eine Nummer dann. Also 5, 2, ja. 0, 7. Ja. 1499. Ja. 1849. Nee, vor der 1 kommt noch eine 6. Ah, okay, Moment. Ja. Also 5207 1499 und dann? Dann kommt die 61, dann die 84985. Also 6184 und dann? Also die 52, dann die 07. 1 4 9 9 6 1 8 4 9 8 9 5 9 8 und die letzten zwei Nummern nochmal bitte? 9 5 Also 9 8 9 5, ja? Mhm. Genau. Okay. Und das dann jetzt das Ablaufdatum bitte? Das Ablaufdatum ist. Wo steht denn das jetzt bei der Karte hier? Und eigentlich unter der Nummer. Ach hier steht 01-2030. Okay, einen Moment. Ja. Jetzt die ganz neue Karte hier. Also, die ist auf jeden Fall gültig. Die ist eine Weile, okay. Das hält ja nur. 2030 ist ja noch eine Weile hin. Okay, und dann brauche ich einmal die CWW-Nummer, die hinten auf Ihrer Karte ist. CVV meinen Sie? Genau. Ja, das ist die 175. Mhm. Die 175, haben Sie ja? Ja, habe ich. Einen Augenblick bitte, warten Sie kurz. Brauchen Sie auch die PIN? Nee, die PIN brauche ich nicht. Sie müssen mir nur, also wenn ich es im System eingegeben habe, bekommen Sie eine Bestätigung. Ja. Dann können Sie das einfach mal bestätigen und dann... Wo kommt denn die Bestätigung? Sie bekommen die wahrscheinlich per SMS oder Sie bekommen einen Anruf. Einen Moment bitte, bleiben Sie kurz dran. Okay. Alter Falter, ist das da laut. Alter, das hat richtig ja wirklich gar keiner. Also ich habe die jetzt hier 20 Minuten an der Leitung. Da kriegst du ja Kopfschmerzen bei der. Meine Fresse. So, ihr habt ja wieder so viel geschrieben. Bei der, die Musik bei denen soll die die Urheberrechtsverletzung sein. Ja, so wie die das aufgedreht haben, kann es ja tatsächlich zur Urheberrechtsverletzung führen. Ich gucke mal, was sagt denn hier mein Stream? Nix. Ist noch nix da. Keine Monetarisierung ein, keine Einschränkung. Nee, bis jetzt haben wir noch genug reingenuschelt. Oh Mann. Furchtbar. Also wie kommen die nur auf so eine Idee, da so einen Krach im Hintergrund zu machen? Wir geben das gerade alles im System ein. Dauert ein bisschen, warten Sie kurz, ja? Okay, ich warte. Super. Ja, perfekt, da kann ich nebenbei noch ein bisschen eure Kommentare hier gucken. Nimm doch die Bank vom vom königlichen Deutschland. Königreich Deutschland. Ist eine Bank? Königreich Deutschland? Ich glaube nicht, oder? So, nur habe ich ja schon wohl gescrollt, nur ist alles wieder weg. Das ist furchtbar. Ach, ich muss mir hier irgendwie ein neues System raussuchen. Oder habe hier alles geschrieben. Ach du Scheiße, das kann ich gar nicht vorlesen. Viel zu viel. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Ja? Ja, es wird gerade alles im System eingegeben. Oh, das perfekt. Kann ein paar Minuten dauern, schön. Ja, Herr Ander. Was möchten Sie denn mit dem investierten Geld gerne anfangen? Was ist denn Ihre Pläne, Ihre Zukunftspläne damit? Ich habe Sie akustisch nur ganz schlecht verstanden gerade. Ja, also was wollen Sie denn mit dem Investierten, also was wollen Sie denn gerne mit Ihren Gewinnen machen? So, haben Sie ja. Irgendwelche Pläne wie Weltreise oder Haus kaufen? Was erwarten Sie denn? Ja, Moment. Was erwarten Sie denn in den nächsten 6 Monaten so? Ja, im Moment würde ich erwarten, dass ich davon wenigstens meine Gasrechnung bezahlen kann.
Gasrechnung. Ja. Okay. Und Sie, sind Sie verheiratet? Nee. Sowas kostet nee, ja nur Geld. Warum sagen Sie denn, dass das Geld kostet? Naja, also Frauen kosten doch Geld, oder nicht? Eigentlich nicht. Also nicht jede Frau. Hm. Kommt drauf an, ne? Ich kenne nur welche, die Geld kosten. Dann haben Sie wahrscheinlich die Falschen erwischt. Ja, ne, ich hab mir die ja immer selber ausgesucht, aber... Ja, wahrscheinlich war das dann ein Fehler, ne? Ja. Ja, und also, okay, und Sie wohnen alleine zu Hause, Herr Ander? Ja, ja, klar. Also, ich meine, mit meiner kleinen Muschikatze hier. Ah, okay. Ja. Wie heißt die Katze? Claudia. Claudia, oh, süß. Ja, weil die klaut immer das Essen vom Essen. Also vom Essenstisch. Das Essen vom Essen. Na, so rum, ja. Vom Essenstisch das Essen. Ach so, macht sie das gerne. Und deswegen bin ich auf den Namen Claudia gekommen. Weil das hatte ich schon gemacht, als sie klein war, die kleine Claudia. Ah, okay. Kleine Claudia, süß. Ja. Ja, wie alt ist sie denn? Die ist jetzt 9. Schon ein bisschen älter mittlerweile. Aber ich wohne ja auch schon lange alleine. Ah, Sie wohnen schon lange. Wie alt sind Sie denn, Herr Ander? 29. Sie sind 29? Mhm. Also noch sehr jung. Naja, geht ja so. Heute ist man ja schon mit 30 fast 60. Sie haben ja noch die 30 gar nicht erreicht, also brauchen Sie ja gar nicht so zu reden. Ja. Ja. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit spiele ich meistens mit Claudia oder ich gucke halt Fernsehen, so was bei RTL kommt. Bauer sucht Frau und also so ist immer ganz interessant. Was? Wie bitte? Bauer sucht Frau gucke ich gerne. Ah, okay. Ja. Finden Sie das interessant? Da kann man sich über das Leid der anderen ein bisschen lustig machen. Oh ja, ein Mann sucht Frauen, genau, stimmt. Ja. Ist ja passend zum Thema, ne? Habe ich gedacht, das passt ja und da gucke ich mal ab und zu mal rein. Jetzt im Moment ist ja nicht so, aber kommt ja bald wieder DSDS, da können wir dann wieder fleißig mitsingen vom Fernseher. Also DSDS hat ja schon angefangen, oder nicht? Hat es also schon angefangen? Die Castings laufen auch schon, oder? Ja, die Castings, aber die sind immer langweilig. Ja, also das geht ja erstmal richtig los, wenn die dann da richtig anfangen, ne? Ja. Ja. Das ist halt dann so. Was arbeiten Sie denn? Ich meine, was ich beruflich mache. Genau, ja. Bin ich Lippenstiftverkoster. Also ich muss die Geschmacksrichtungen durchprobieren, ob die gut sind. Im Lippenstiftwerk. Ja. Herr Ander? Ja. Hallo? Ja, ich höre Sie noch. Ja. Und zwar, Sie müssen dieses, Sie haben ja jetzt so einen PIN bekommen, ne, mit diesem Schreiben, also mit diesem Brief, den Sie da haben. Ja, da ist eine PIN drin, ja. Brauchen Sie die? Genau, richtig. Nein, die PIN brauche ich nicht, aber Sie müssen diese Karte aktivieren lassen. Und wie mache ich das? Das heißt, Sie müssen jetzt da bei dieser Bank anrufen und Sie müssen halt sagen, dass Sie die aktivieren möchten und dann müssen Sie wahrscheinlich diesen PIN einmal durchgeben, damit sie aktiviert wird. So, und dann, wie mache ich das? Weil die Karte ja noch neu ist. Einen Moment bitte. Ja. Alter Falter. Aber habt ihr das gehört? Die hat schon wieder alles vorgesagt gekriegt im Hintergrund. Ah, was, der mit dem Pfirsich ist gut? Schreibt Heidex Grinsekatze. Bestimmt wieder was vergessen. Oder überlesen. Ander? Ja, was? Ja? Ja, Sie müssen die Karte aktivieren, indem Sie halt zu irgendeinem Bankautomaten geben. Dann geben Sie die Karte ein und dann wird Sie da nachgefragt, dass Sie aktivieren wollen. Und dann müssen Sie auch diesen PIN da eingeben, um die Karte aktivieren. Ein Bankautomaten? Das ist ja verrückt. Genau. Okay. Ja. Oder, also, in welcher Bank, also auf welcher Bank haben Sie, von welcher Bank haben Sie diese Kreditkarte? Das ist von der Amor Bank. Amor Bank, okay. Wissen Sie nicht, ob Sie das auch online machen können? Ja, weiß ich nicht. Ich habe die Karte nur einfach zugeschickt bekommen. Also ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt. Haben Sie Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch. Also Sie meinen da, wo man Geld ja am Computer übersenden kann.
Genau, richtig. Ja. Da habe ich mich schon genau, mal mit beschäftigt, richtig. Ja. Ab und zu mache ich das mal. Ja. Es kommt immer drauf an, wo man bestellt. Manchmal muss man ja per Online-Banking dann vorher überweisen, wenn die das nicht einfach abbuchen vom Konto. Und deswegen habe ich mir das mal zugelegt, weil sonst hätte ich ja damit immer zur Bank laufen müssen und das Geld dann per Hand überweisen müssen. Und da hatte ich nicht so richtig Lust drauf, das immer extra damit zur Bank zu laufen, weil das ist bei mir alles so weit weg. Ja, online ist das halt immer besser dann, weil dann braucht man nicht die ganze Zeit dieses Hin und Her und dann noch in der Bank zu warten, in der Schlange und alles. Das ist ja dann, Moment, ich gucke gerade, was wir sonst, Sie meinten Amor Bank, oder? Amor, also M, nee, A-M-R-O. Also, A-M-R-O? Ja. Moment. Mal gucken, ob ihr jetzt der Wortdreher auffällt. Da kriegt man ja wirklich Kopfschmerzen bei der netten Tante. Aber die ist auch schon wieder 28 Minuten an unserer Telefonleitung, ne? Immer schön zustimmen, wenn sie was falsch buchstabiert. Hallo? Ja? Ja, können Sie dann mit der Karte zu den nächstliegenden Bankautomaten gehen und die Karte einmal aktivieren lassen? Aber der nächste Bankautomat ist von mir 54,7 Kilometer weg. Sie haben keine Bank in der Nähe bei Ihnen? Nee, ich wohne ja auf dem Dorf. Da ist nichts. Okay. Haben Sie denn, haben Sie da eine Rufnummer auf diesem Schreiben draufstehen? Ja, da ist eine Telefonnummer drauf. Ja? Ja. Könnten Sie mal bitte diese Rufnummer anrufen und sagen, dass Sie Ihre Karte aktiviert haben wollen, dass Sie die Karte aktivieren möchten und auch die internationale Transaktion auch mal bitte mit aktivieren lassen? Ja, das können wir machen. Dass Sie also, die Karte wenn Sie sagen, neu bekommen haben und da rufen Sie an und sagen, ja, ich wollte gerne meine neue Karte aktivieren lassen, weil ich weil ich online irgendwas bezahlen wollte und auch eine internationale Transaktion, dass sie auch gleichzeitig aktiviert wird, ja? Aha, ja, kann man so machen, ja. Dann muss ich da jetzt mal anrufen. Und dann? Genau, dann, wenn Sie die aktiviert haben, ich rufe Sie nochmal in so 15 Minuten zurück, okay? Ja, okay, dann rufen Sie nochmal in 15 Minuten zurück. Okay, super, danke, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. So, nun hat sie aufgelegt. Ah, das war ja auch geplant so. Hallo? Da habe ich mich wohl verdrückt und dann hat sie wieder aufgelegt. Bin aufs falsche Knöpfchen gekommen. Aber sie ruft wieder an. Ja, hallo? Ja. Ja, Herr Ander, Bianca Richter hier. Ja, Koriander. Sie die Karte aktivieren? Was meinen Sie? Ob Sie die Karte aktiviert haben. Ach so, ja, genau, wegen der Kreditkarte. Da habe ich gerade da hatte ich hier die Frau Herrmann dran. Ja. Und die hat sich dann wirklich ganz, ganz doll für mich ins Zeug gelegt, weil die hatte gesagt, das dauert dann 24 Stunden. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Braucht die jetzt die Karte. Und sie meinte dann, aber sie hatte dann eine Frage. Ich soll ihr dann nochmal sagen, für welches Land die Überweisung ist. Also in welches Land würde ich die Überweisung denn jetzt machen? In welchem Land Sie die Überweisung machen? Genau. Ja, das ist ja, unser Sitz ist ja in Großbritannien. Also ist es dann nach Großbritannien die Überweisung? Genau, richtig. Ja, Sie müssen dann international. Genau, weil das soll ich ihr dann schreiben, damit sie das denn da sieht. Weil sie hat gesagt, dass normalerweise dauert es eine Weile, bis das aktiv ist. Aber wenn ich ihr eine E-Mail schreibe und da reinschreibe, wie das Land heißt, wo das hingeht, dann funktioniert das. Ach so, okay. Okay, gut. Machen Sie das dann? Habe ich ja jetzt gerade per E-Mail geschrieben, ja. Also können wir jetzt hier direkt weitermachen. Das würde Pippi hier gleich alles klären für uns. Ja, also Sie müssen ja die Bestätigung bekommen, dass Sie die Karte aktiviert haben erstmal. Ja. Na, das geht. Ja. Also, naja, da meinte sie, das dauert dann noch 24 Stunden. Aber sie würde, wenn ich jetzt schreibe, wo das hingeht, das Geld, habe ich jetzt schon in die E-Mail gerade reingeschrieben nach Großbritannien, also nach England. Dann würde sie das so machen, dass das schon sofort funktioniert, der Konto.
Hallo, ja, das kann laut ja nicht sein, weil ja, Herr Ander, das kann ja nicht sein, weil die Karte muss ja aktiviert sein, ja. Damit wir überhaupt die Zahlung durchfinden. Und wir haben es ja gerade eben versucht, aber Ihre Karte ist ja noch nicht aktiviert. Deswegen wurde es ja abgelehnt. Und deswegen müssen wir das jetzt so machen. Am besten rufen Sie diese Frau Herrmann nochmal bitte an und fragen, ob die Karte auch jetzt aktiviert ist. Okay, also soll ich nochmal bei der Frau Herrmann anrufen und dann fragen, ob das jetzt geklappt hat? Genau, richtig. Okay, dann machen wir das so. Wenn es halt 24 Stunden dauert, dann müssen wir halt warten, ne? Okay. Also rufen Sie denn gleich nochmal an oder wie haben Sie sich das jetzt vorgestellt? Ja, ich rufe Sie nochmal in 5 Minuten zurück. Ja, okay, dann machen wir das so. Versuchen Sie nochmal bei. Okay, super. Alles klar, bis in 5 Minuten. Okay, bis gleich. Ja, tschüss. Ja, bitte. Ja, Herr Ander, Bianca hier. Ja, hallo Bianca. Haben Sie mit der Bank gesprochen? Natürlich habe ich mit der Bank gesprochen. Die Frau Herrmann, die war tatsächlich auch wieder am Apparat. Also die hat ja erstmal natürlich ihre halbe Lebensgeschichte jetzt nochmal nebenbei erzählt. Da dachte man, dann machen wir nochmal einen kleinen Plausch so nebenbei und können dann mal ein bisschen ausschweifend werden. Aber die Frau Herrmann hat mir auf jeden Fall dann zum Schluss des Gesprächs mitgeteilt, dass die Karte jetzt fertig aktiviert ist. Also wir können jetzt die Transaktion machen dann. Okay, also die Karte ist aktiviert, ja? Ja, ja, das geht aber nur ins EU-Ausland nach England. Also EU, es ist ja, Sie müssen international aktivieren, Herr. Ja, nach England, Herr, genau. Nicht EU, also komplett international aktiviert ist sie, ja? Sie sind sich sicher? Na, nur für nicht England nur, jetzt. Also, weil Europa, Sie müssen sich das für internationale, müssen Sie das an, also aktivieren lassen, Herr Ander. Das, na, das hat sie, ja, aber jetzt geht es erstmal in England. Sie haben ja gesagt, ich soll Moment, nach England bitte? Überweisen. Moment bitte. Ja. So, nun ist er total überfordert, glaube ich. So, wo sind wir denn jetzt gewesen? Die Tierstation hatten wir gerade. Die ist doch, achso, Internetcafé hatten wir auch schon. Als Verwendungszweck haben wir auch schon. Callcenter Fun meinte verdrückt. Oh Mann. Callcenter Fun? So, du hast eine neue Karte bekommen mit der Nummer und so. Ach so, ja, eine neue Karte bekommen. Ja, naja, gut, aber dann muss ich ja die Karte hier haben, ne? Meint ihr, die ist so blöd? Ich habe es jetzt leider auch zu spät gelesen, ne? Ja, die Spracheingabe ist kacke. Bei schreibt Ahmed YouTube. Ich finde die Spracheingabe eigentlich ganz Herr gut. Ander? Von Apple. Hallo? Ja? Ja, also wie ich gerade mitbekommen habe von meinem Vorgesetzten, heißt das, dass Sie es schon international aktivieren müssen, nicht nur für England. Na, aber wenn Sie sagen, die aus, werden. Wenn Sie sagen, die Überweisung, die geht nach England, dann reicht doch das so. Ja, weil die Karte ja, also wir versuchen das ja von unserer Seite jetzt, ja, ne? Ja. Und Sie müssen schon international aktiviert haben, sagen Sie. Ja, die aber mir. Wenn nicht, dann könnten wir auch die Visa-Karte nehmen, wenn die jetzt hier ein bisschen nervt, die Karte. Dann kann ich eine andere Karte nehmen, oder? Haben Sie eine Visa-Karte? Na klar, also ich habe auch eine Visa-Karte. Ach so, okay, ja, einen Moment natürlich. Dann bitte. Können wir auch über die Visa-Karte machen, wenn Sie das möchten. Ist ja nicht so, ja, als hätten wir nicht die. Ja, ich frage mal gerade nach. Einen Moment bitte, ja? Genau. Wenn es Geld klingelt, dann fragt sie nochmal nach, damit wir dann auch die Stunde mit ihr voll bekommen, ne? Also, wir hatten die vorhin ja mehr als eine Stunde schon dran. Eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, eine halbe Stunde dran. Dann zwischendurch nochmal 6 Minuten, jetzt sind wir schon wieder bei 3. Also, ich glaube, die haben wir schon, ja, dann haben wir die auch insgesamt nochmal eine Stunde geknackt, ne? Also, ihr seht es ja nachher bei der Kurzfassung. Wenn ich es schaffe, kommt die Kurzfassung am Donnerstag. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Wenn nicht, dann am Dienstag wieder. Weil da bin ich dann leider eh nicht da. Und, ja, ihr wisst ja Bescheid. So, wo waren wir denn jetzt hier eigentlich gerade? Ach so, hier mit verdrückt. So, wartet. Ja, Spracheingabe. Ich finde die Spracheingabe beim iPhone eigentlich ganz gut. Wenn das iPhone merkt, da steht Scheiße drin, korrigiert es sogar teilweise selbst die Sätze. Okay, Herr Ander, dann sagen Sie mir mal bitte die Visa-Kartennummer. Ach so, warten Sie, dann muss ich die kurz holen. Warten Sie, ich habe jetzt gar nicht dran darüber nachgedacht. War. Moment. Okay. Lassen wir sie mal noch ein bisschen warten. Ja, die Spracheingabe, wie gesagt, funktioniert so ganz gut. Könnt ihr jetzt aber auch mal ihre Musik da im Hintergrund wieder ausmachen. Und, oh, ist ja furchtbar. Oder ich kann ja auch einfach den Saft abdrehen. Machen wir so, ne? Hört ihr mich jetzt noch? Also der Ausschlag, Test, Test. Ja, Ausschlag ist noch da. Lassen wir sie mal kurz ein bisschen. Ich mach mal nur, wenn es so laut da ist, ne? Damit ihr mich ein bisschen hört. So, also ich generiere mir jetzt nebenbei noch eine Visa-Karte.
Ich habe ja der netten Betrügertante erzählt, dass ich jetzt eine Visa-Karte hole. Na, die können wir ihr ja machen. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht einen Generator, wo wir sämtliche Karten ausgespuckt bekommen. Wie lustig. So, ja, beim iPhone waren wir noch nebenbei. Also ich finde die Spracheingabe beim iPhone gar nicht so verkehrt. Manchmal kommt halt ein bisschen Mist bei raus, wenn man vielleicht zu viel genuschelt hat auch, ne? Und ich habe so eine flitschige Sprache. Flitschig. Ihr wisst, was ich meine. Eine flitschige Aussprache mit viel Spucke drin. So, holen wir sie mal zurück. Ach so, warte mal, ich muss mal, wie heißt denn jetzt die Bank? Ach so, nee, warte mal, Land haben wir jetzt hier, die Bank. Bank auswählen, dann nehmen wir jetzt mal die ADAC. So, dann holen wir sie zurück. So, Frau Mohammed, da habe ich die jetzt, die Karte. Soll ich die Kartendaten, also die brauchen die 16-stellige Nummer, ja? Ja, mein Name ist Bianca Richter. Übrigens. Ach, Frau Richter, entschuldigen Sie bitte. Ja. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wo ich das mit dem Mohammed. Also da hatte ich vorhin noch eine am Telefon, die hieß Mohammed mit Nachname. Aber da ging es um was anderes. Da habe ich bei Amazon was Unanständiges zurückgeschickt. So, also die Nummer brauchen Sie jetzt, ja? Das ist dann genau, die 438320. Ganz die, langsam, bitte 4383. Ja, dann die, dann kommt die 207-27. 207, also können Sie mir die einzeln bitte einmal sagen? Also die 4383-20-727, ja. Dann kommt die 5639854. 854, okay, Ablaufdatum? Das ist tatsächlich auch 1/2030, also die, auch relativ neu. Also Januar 2030 ja, dann, ja? Genau, richtig. Okay, und dann einmal CVV. So, da steht sogar anders auf der Karte. Da steht CVV2. Was hat denn das für eine Bedeutung? CVV2? Ja, da steht tatsächlich CVV2. Habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Aber steht sogar eine 2 hinter. Aber da ist was sind das? Na, da ist die Nummer 863. Also das ist auch so eine dreistellige schräge Nummer. Da in dem Feld, wo normalerweise die Unterschrift reingeschmiert wird. Genau, 800? Ja. Also die 863, also die 863. Also, oder, genau. Okay. Ja. Also ich wiederhole nochmal die Kartennummer. Ja, machen Sie das. 4383. Ja. 20. Ja. 72. Ja. 75. Ja. 63. 98. Ja. 54, ja? Nee, da kommt dann die 9854 am Ende. Ja, 9854. Ja, genau, richtig. Okay, dann einen Augenblick bitte. Ich gebe das jetzt nochmal im System alles ein. Müssen Sie kurz warten. Genau, das ist jetzt die ADAC-Bank. Ja, einen Moment. Mhm. So, dann lassen wir mal wieder das machen, was sie jetzt da so macht. Soll ja jetzt kurz dranbleiben. So, gucken wir mal. Au weh, ich sollte aufhören zu schreiben. Meinte Callcenter-Abzocke. Nö, also aufhören zu schreiben ist dann nicht. Ich muss nur ein bisschen schneller werden, glaube ich, im Lesen. Aber da müssen wir mal ein paar Livestreams üben. Also wie gesagt, wenn wir hier die 3000 Abonnenten voll kriegen, dann haben wir den nächsten Livestream. Aber der kommt nicht ganz sofort. Der kommt, sobald ich schaffe. Also so übernächste Woche frühestens. Aber wir sind schon tatsächlich jetzt bei 2957. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ihr seid die Besten. Ach, gucke. Ach, Mensch. Ist ja herzlich. Hat schon wieder einer einen Klopf. Oh, ich bin, also, ja. 4 Stunden 25 haben wir schon rum. Da hat man es dann irgendwann. Ne? England bedeutet bei der Bank international. Ach so. Mach dir keinen Stress mit der Zusammenfassung. Ja, es wird gerade alles eingegeben. Ja, prima. Ja. Dann verschwende mal deine Zeit, Püppi. So, also die hört mich natürlich nicht, wenn ich sowas sage, ne? Ich habe hier ein Knöpfchen. So wie die da ja auch ihre Knöpfchen haben, um sich stumm zu machen. So. Du hast eine neue Karte bekommen mit der neuen Nummer. Ach ja, genau, da waren wir ja schon. Spracheingabe. Mensch, bin ich jetzt zu weit zurück? Ja, was machen Sie nochmal beruflich, haben Sie gesagt? Lippenstiftverkoster in der Lippenstiftfabrik.
Das heißt, so sind Sie dann so ein Tester halt, testen Sie diese Produkte dann? Ja, also extra für Herren, also Herrenlippenstifte. Herrenlippenstifte, gibt es sowas? Ja, also es gibt mittlerweile bei Rossmann gibt es schon extra eine Abteilung dafür, aber damit meine ich halt die sich halt heute gerne schminken. Ne? Ich meine, ich mache es eigentlich nicht gerne, aber ich soll es ja auch nur verkosten. Also es gibt ja da verschiedene Geschmacksrichtungen da mittlerweile und die muss ja irgendeiner ausprobieren. Ne? Und wenn's ganz schlimm ist, dann verkauft man es halt nicht. Okay. Ja. Und was verdienen Sie dabei so? Sie meinen jetzt brutto oder netto? Netto. Was haben Sie denn so? Ja. Ja, netto sind, es kommt immer drauf an, je nachdem, wie viele Stunden ich so geschoben habe, aber es sind so meistens zwischen 2200, 2400 ausgezahlt. Ach so, okay. Ja. Also es kommt drauf an, halt, also geht es auch darum, dass Sie dann halt so bestimmte Anzahl an diesen Produkten testen müssen oder ist das eigentlich nur an die Stundenzahl dann? Nee, ich muss schon den ganzen Tag da sitzen. Aber es gibt ja auch dann so Fragebögen, die man ausfüllen muss. Da muss man sich dazu Gedanken machen, welche Nuance man da verändern kann. Sowas halt alles, ne? Also es gibt ja dann ganz viele, genau, das wird ja in Nuancen alles also, abgemessen. Also was die Kunden halt dann fragen werden, oder wie? Nee, na, ich muss ja auch, denn wenn ich so einen Lippenstift quasi verkostet habe, muss ich dazu erstmal ein Riesenpamphlet ausfüllen. Wir sind hier schließlich in Deutschland. Da kriegen Sie erstmal einen ganzen Aktenordner, wo man alles ankreuzen und durchstreichen muss. Eigentlich ist ein Job für Doofe, aber es geht. Bezahlung ist nicht schlecht. Kann man sich zumindest noch gerade so eine kleine Einraumwohnung in Deutschland leisten. Ach so, ja klar, auf jeden Fall, ne? Mhm. Ja. Und eine Katze. Die kann man sich auch leisten. Ja. Aber dann ist schon Schluss. Weil das Katzenfutter ist ja auch teuer geworden. Gerade so mit KitKat und so. Wenn die KitKat, ist ja teuer, das ganze Zeug, ne? Ja. Herr Ander, das Ablaufdatum, können Sie mir das nochmal von der Visa-Karte bitte sagen? Weil das zeigt an, dass es falsch ist. Das war, wann so? Ich muss mal nochmal gucken. 01-2030. 01-2030? Genau. Einen Moment. Ja. Also die kann man ja wirklich mit Scheiße voll labern und die glaubt das alles. England bedeutet bei der Bank international. Meint ihr, das glaubt die? So, macht ihr keinen... Achso, hier waren wir schon. Irgendwie muss ich das hier mit dem Scrollen nochmal besser hinkriegen, ne? Benutze aber auch manchmal die Spracheingabe, einfach weil man... Herr Ander? Hallo? Ja? Ja, also es wurde abgelehnt von Ihrer Bank. Nee, das kann ja nicht sein. Ich habe ja extra mit der Frau Herrmann auch gerade ein paar nette Worte gewechselt. Also ich habe ihr ein bisschen geschmeichelt, dass es schneller geht. Es ging ja um diese Visa-Karte, die Sie mir gerade gegeben haben, ja, ne? Genau, die von der ADAC-Bank. Genau, richtig. Und die wurde uns abgelehnt bei 1.000 Euro. Haben Sie auch genug Guthaben drauf? Nee, da sind 937 Euro Geld drauf. Also der Geldbestand. Okay. Okay. Dann versuchen wir das mal mit 500 am besten, okay? Ach so, aber dann kriege ich ja weniger Bonus. Ja, dann können wir das nämlich zweimal, also wir können das jetzt einmal versuchen und dann müssen wir versuchen dann mit der, weil Sie ja gesagt haben, mit der Kreditkarte, sie wird ja in 24 Stunden dann erst aktiviert, dann können wir das dann so machen, dass wir erstmal mit dieser Visa-Karte 500 aktivieren und dann nochmal, wenn die andere Karte aktiviert ist, machen wir dann nochmal 500, schlussendlich haben Sie dann 1.000 eingezahlt und Sie bekommen auch dann den Bonus. Ja, so können wir das dann auch machen, ja, dann haben wir ja zweimal 150, das ist ja auch ganz nett. Kann ich sagen, ich habe zweimal Bonus bekommen. Sie können, ja, genau. Das stimmt. Einen Moment bitte. Wir versuchen es nochmal, ja? Mhm. Ja. Oh Mann, das glaubt ihr doch jetzt nicht im Ernst. Dortmunder Junge schreibt, benutze aber auch manchmal die Spracheingabe, einfach weil man manchmal zwar einen Kommentar schreiben will, aber keine Leute, alles per Tastatur, keine Lust, alles per Tastatur. Gucke, da haben wir auch schon, weil er der Rechtschreib-Autoprogramm hier, ne? Also die Autokorrektur ist manchmal furchtbar, das stimmt. Aber damit geht es halt wirklich schneller. Ne? Man kann halt eben auch tatsächlich Sachen nebenbei machen. Und wenn man wirklich alle Kommentare irgendwie beantworten will, ich versuche es ja wirklich immer, möglichst alle Kommentare zu beantworten. Manchmal zeigt mir halt YouTube auch
irgendwann nicht mehr alle an, wenn zu viele schon mittlerweile in der Zwischenzeit geschrieben haben. Und ich habe es ein, zwei Tage mal nicht geschafft. Ja. Aber es ist dann schon schön, wenn man dann einfach mal wieder eine Runde durch den Kommentaren durchschmökern kann, ne? Ich versuche ja wirklich absolut auf jeden Kommentar zu antworten. Und wenigstens mit dem Herzchen da von YouTube drauf zu reagieren, dass ich es auch vernommen und gesehen habe, das Kommentar. Ihr macht euch ja schließlich auch die Mühe und schreibt mir. So, was schreibt er denn noch so schönes alles? Die ist dann, was? Instellar gültig. Achso. Herr Ander? Interstellar. Hallo? Ja. Ja, es wurde auch abgelehnt bei 500. Wahrscheinlich reicht der Guthaben nicht oder da ist ja halt auch diese internationale Transaktion nicht aktiviert bei der ADAC-Karte von Ihnen, bei der Visa-Karte. Aber das ist nicht bei der Frau Herrmann, da kann ich nicht einfach mal anrufen. Ja, also Sie müssen ja dann bei der ADAC, also eigentlich mit der ADAC dann in Verbindung setzen und die Karte dann internationale Transaktion aktivieren lassen. Ja. Ja. Das ist toll. Und nun? Ja, das ist, ja, jetzt anscheinend müssen wir dann warten bis morgen. Also Sie haben ja gesagt, dass die internationale Transaktion, also wenn die aktiviert ist von der Frau Herrmann, ja, können wir das ja machen. Aber ich habe da mal noch eine andere Frage, die mir in der Zwischenzeit gekommen ist. Ja. Schämen Sie sich eigentlich nicht davor, die Menschen zu betrügen? Und direkt aufgelegt. Nicht mal im Ansatz eine Antwort bekommen. Nett.